Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Ja, ich freue mich auf das Live-Video jetzt mit euch und auf eure Fragen, die im Anschluss vielleicht kommen, die ich gerne beantworte. Und heute geht es darum, wie du mit auch mit Zappelhunden und Energiesparmodellen mehr Freude beim Tricktraining hast und da schneller zum Erfolg kommst. Und unter anderem zum Beispiel, indem du mehrere Übungen oder auch Tricks parallel übst. Und ja, ich schaue gerade mal, ob das auch geklappt hat, ob das jetzt wirklich, ob ich live bin, bevor ich hier mit mir alleine rede. Wenn du schon dabei bist, dann würde ich mich freuen, wenn du kurz in den Chat schreibst, ob du mich sehen und hören kannst. Und vielleicht auch, was du für einen Hund hast, mit dem du gerne Tricks machen möchtest. Ist dein Hund ein Zappelhund oder eher ein Energiesparmodell? Oder kennst du jemanden, der einen Zappelhund hat? Oder einen, der, ja, kaum hinterm Sofa vorzuholen ist, wenn es darum geht, irgendwie was zu machen. Würd mich freuen, wenn ihr kurz mal reinschreibt, mit wem ihr am Start seid, was es für eine Rasse ist, wie er heißt oder aus welchem Ort ihr kommt. Einfach, dass ich und die anderen auch wissen, wer so alles mit dabei ist. Ich finde das immer super spannend. mal gucken, ob da schon jemand was drunter geschrieben hat. Aber doch, es sieht gut aus. Sieht gut aus. Ich hoffe, ihr könnt mich hören. Ansonsten von denen, die mich kennen und könnten mir per WhatsApp sonst schreiben, wenn was nicht klappt technisch. Gut, ich denke, wir starten. Also, Thema ist mehrere Hundetricks gleichzeitig lernen, um damit mehr Spaß und Erfolg im Training zu haben. Und das insbesondere bei Zappelhunden und Energiesparmodellen hilfreich sein kann. Und ja, ich gebe dir heute einige Tipps fürs Training, damit du mit deinem Hund lockerer und entspannter trainieren kannst und so schneller zum Erfolg kommst. Ich bin Anja Jakob, ich habe 4 Border Collies, aber ja, da denken wir manchmal auch, ja, die Border Collies, das sind ja die Hunde, die können alles von Geburt an und alles andere, was sie noch lernen sollen, lernen sie im Schlaf. Kann ich euch sagen, ist nicht so. Weiß nicht, ob hier Border Collie oder andere Besitzer von Hunden, von denen immer nachgesagt wird, dass sie ja so Blitzmerker sind. Auch mit denen hat man das ein oder andere Problemchen durchaus mal. Und klar lernen sie manche Sachen freudiger und schneller als vielleicht manche anderen Rassen. Aber es kann manchmal auch von Vorteil sein, wenn man eben nicht so ein übermotiviertes Zappeltierchen hat. Wie gesagt, heute gibt es Tipps für alle. Ich hatte auch bis, noch nicht, ja, er lebt leider nicht mehr, einen rumänischen Herdenschutz und Mischling, den Mowgli. Und das war das größte Energiesparmodell aller Zeiten. Das könnt ihr euch nicht vorstellen. Also ich weiß nicht, ob hier jemand dabei ist, der einen Mowgli noch gekannt hat. Der konnte mit der Zeit einige Tricks und aber er hat ganz selten Lust dazu gehabt. Ich musste ihn echt auch an Seminaren, wenn er auch mal was vorführen sollte, dann musste ich ihn immer wieder: Mowgli, aufkommen jetzt. Dann guckte er sich immer erstmal um, was ich, kannst du nicht einen von den Border Collies nehmen? Und er musste mir so ein bisschen in Wallung kommen und betüddelt werden und die Belohnung musste stimmen. Und wenn er dann aber mal angefangen hatte und die Leute auch, er merkte, er gefällt, die Leute lachen oder so, dann kam er aus seinem Häuschen raus und dann wurde er immer, ja, dann hat er immer kein Ende gefunden. Dann hat er gekaspert. Aber er konnte auch ja richtig schelmisch einfach sagen, nö, du, heute nicht. Also sprich, auch wenn ich jetzt 4 Border Collies habe, kann ich mich durchaus einfühlen in diejenigen unter euch, die einen Hund haben, der eben nicht sagt, ja, juhu, was jetzt, Party, Action. Und ja, von daher möchte ich euch eben Tipps geben. So, jetzt bin ich trotzdem neugierig, ob das hier alles klappt. Doch, da sind schon Kommentare drunter. Ja, hallo, die Elisabeth, die hat einen Zappelhund. Die Martina, einen Wischler, auch Zappelhund. Die Karin mit der Ronja. Labradudel, zwei Aussies, die Be Britta, Beate, Tina, Energiesparmodell und mag keine Leckerlis. Oh, das ist wirklich eine harte Nuss, stimmt. die Claudia mit dem Oscar und dem Bolonka. Kenne ein großes Energiesparmodell. Du meinst die Anna, gell? Ja. die Mathilda mit einer Schäferhündin. Hallo Kirsten, hallo Fabienne. Ein Lastrami. Zappelig. 20 Monate alten Dostrami. Also Moment, ein Dostrami und ein Lastrami. Ich hatte einen Rustrami. Was ist denn ein Lastrami und ein Dostrami? Ein Rustrami ist ein rumänischer Straßenmix.
die Heike, einen deutschen Pinscher, zwei Rumänen, Energiesparmodelle und die andere Variante. Heidi kann sich gut an Mokli erinnern. Er war mega, ja. Zwei deutsche Kurzer und ein BGS. Ja, ich freue mich, dass so viele dabei sind. Ich habe jetzt gar nicht alle Kommentare lesen können. Ja, ihr wollt ja auch nur wissen, was ich für Tipps für euch habe, gell? Also ich gucke auch nachher noch in die Kommentare. Ihr dürft gerne zwischendrin Fragen stellen. Es wäre vielleicht ganz hilfreich für mich, wenn ihr euch die Fragen, also wenn ich am Ende eine übersehe, ja, dass ihr mir die dann vielleicht nachträglich nochmal reinkopiert. Weil Facebook manchmal, ja, ich muss dann so scrollen, dass ich gar nicht alles schnell finde. Und schreibt sie rein, wann immer, und ich gucke nachher durch. Und sollte ich dann einen übersehen, ich frage nochmal, dann kopiert mir einfach nochmal ein zweites Mal rein. So, ja. Tricks, Dog Dance, all das zählt zu unseren Hobbys. Dog Dance weniger, inzwischen mehr Treibball, Longieren und lauter kreative Spielchen, Impulskontrollspiele und so weiter. Und ja, in den Seminaren ist mir halt immer wieder aufgefallen, ja, wie gut es doch klappt, wenn die Leute so viele verschiedene Übungen gleichzeitig üben. Und ja, jetzt würde mich interessieren, was hast du bisher gedacht, dass man immer erst einen Trick oder eine Übung bis zu Ende üben soll, also bis der Hund es verstanden hat und dann erst mit dem nächsten anfangen? Also was weiß ich, du willst dem Hund die Rolle beibringen und winken und durch die Arme springen, keine Ahnung. Und bist du bis jetzt der Meinung, dass man immer erst sagt, jetzt mache ich die Rolle fertig und wenn er die kann, dann überlege ich, was mache ich als nächsten Trick? Oder bist du jemand, der sagt, ach, heute machen wir ein bisschen, ja, üben ein bisschen Rolle, ein bisschen winken. Ach, ich könnte noch was vom Treibball machen. Oder wir gehen auch noch mal nachher an den Longierkreis, weil der steht noch im Garten oder was auch immer. Würde mich interessieren, ob ihr, ja, zu was ihr bisher geglaubt habt. Denn es ist so, dass ganz viele immer denken, dass man gerade beim Tricktraining immer erst eins nach dem anderen machen soll. Und ja, ich finde es ist viel hilfreicher zu wechseln. Das ist wie bei den Kindern. Abwechslung ist Trumpf. Es macht einfach mehr Spaß, wenn man ja, mehr Abwechslung hat. Und das hilft auch Zappelhunden-Energiesparmodellen, allerdings auf unterschiedliche Art und Weise. Also je, wenn man möchte, dass die konzentrierter werden oder ja, motiviert mitmachen. Die sind halt gänzlich unterschiedlich und so ist auch der Trainingsansatz dann anderer, wie man da vorgehen sollte. Da gebe ich euch noch Tipps gleich zu. Und ja, bei Kindern ist es ja auch so, die lernen auch mehrere Dinge parallel. Ja, die lernen ständig. Die lernen nicht nur im Kindergarten, in der Schule, die lernen mit ihren Freunden im Alltag und ja, es geht, die lernen von morgens bis abends. Und wenn man denen jetzt sagt, du darfst immer erst eins machen und wenn du das kannst, dann darfst du das nächste machen, dann würden Kindern, denen wird auch zu langweilig werden. Dann hat man auch irgendwie keine Lust. Dann dauert was ewig und dann geht die Motivation flöten beim Hund und dir genauso. Ja, wenn was dann nicht klappt, dann ach, irgendwann schmeißt man die Flinte ins Korn und sagt, naja, mein Hund muss ja keine Tricks lernen. Ja, also nee, dann halt nicht. Manchmal ist es auch so, dass man sich gerade als Anfänger aus Versehen gleich einen schwierigen Langzeittrick raussucht. Also mit Langzeittrick meine ich, es gibt halt Tricks, da dauert es eine Weile, bis der Hund die wirklich kann. Zum Beispiel das Schämen. Ja, es denkt man auch, das ist ganz einfach. Aber das ist erstmal so ein Reflex, dass der Hund an die Nase geht oder das lernt. Und er macht es nicht bewusst. Also, das ist so was, was du, ja, was man schlecht einfangen kann, weil er von sich aus diese Bewegung nicht macht. Und Pfotenkreuzen zum Beispiel, dass die Hunde lernen, eine Pfote über die andere zu kreuzen, ist auch was, das dauert. Er muss erstmal lernen, eine zu geben und die eine Richtung und die andere. Also es gibt einfach Tricks, die dauern ein bisschen länger. Und dann gibt es andere Tricks, die gehen ganz schnell, wie zum Beispiel Versteck dich, dass der Hund lernt, sich mit dem Kopf in ein Behältnis zu verstecken oder eine Pylone. Das ist was ganz, ja, was immer ein lustiger Trick ist, kommt gut bei den Leuten und auch bei Familie und Freunden an. Und das ist was wiederum, was man schnell lernen kann. Und Anfänger, die sehen irgendwas und denken, oh ja, toller Trick. Und ja, wählen dann halt manchmal ihn aus und denken, ja, mein Hund ist halt zu blöd zum Tricks lernen. Und ja, das finde ich total schade. Und von daher ist es, ja, wenn du mit immer nur am gleichen Trick arbeitest oder an einer anderen Aufgabe übst, dann, ja, würde ich auch die Lust verlieren. Das heißt, wenn du sagst, ich übe mehrere Sachen und übe was, was dir leicht fällt, und etwas, was ein bisschen herausfordernd ist,
oder ein bis zwei Tricks sogar, die leichter sind und einen herausforderndes. Ja, dann kommst du viel schneller zum Ziel. Ja, schreibt mal rein, ob ihr bisher der Meinung seid, dass mehrere Tricks helfen oder wer macht es so, wer übt schon mehrere Tricks parallel. Würde ich auch gern mal. Ich gucke nochmal, was ihr so noch geschrieben habt. Dann noch was kam. Na, ich gucke danach. Also, es verwirrt deinen Hund nicht. Es kommt nur darauf an, was du für Tricks dir aussuchst. Also, sieh es wie so ein Buffet. Und wenn du immer ein bisschen hiervon und davon machst, zum Beispiel einen neuen Trick, ein neues Denkspiel oder irgendeine andere Übung aus irgendeinem Sportbereich, was du zusätzlich beginnst, und dann immer ein, zwei Tricks hast, die schon fast fertig sind, an denen du schon eine Weile übst. Und wenn dann so diese Phase kommt, ah, ja, und jetzt müssen wir noch ein bisschen, und der hat es noch nicht auf Wortsignal und der Feinschliff fehlt noch und irgendwie er hat so eine Idee, aber ach, irgendwie hängt es. Und jetzt hat er einen Knoten im Kopf und ich weiß nicht, wie weiter. Dann lass den einfach mal ein bisschen liegen und sag, ach, suchen wir uns was Neues raus und fangen damit an. Und manchmal ist es auch so, wenn du eine Woche oder zwei den anderen Trick einfach mal liegen lässt, und dann wieder anfängst zu üben, auf einmal ist er wie so ein Quantensprung, auf einmal geht es viel besser. Also ja, wechseln kann ich wirklich nur empfehlen. Und das lockert einfach das Training auf, Hunde machen freudiger und motivierter mit. Und ja, welche Tricks kannst du parallel üben und welche besser nicht? Worauf du achten solltest, ist zum einen, dass die sich gut unterscheiden. Also parallel kann man zum Beispiel das Winken üben. Das heißt, wenn der Hund sitzt, dass er mit einer Pfote, also nicht nur die Pfote jetzt in die Hand gibt, sondern in der Luft wedelt, ja, so ein Winken zeigt. Dann macht er was mit der Pfote in der Luft alleine. Dann gibt es zum Beispiel den Trick Füße, dass der Hund von hinten zwischen deine Beine kommt und lernen soll, mit den Pfoten rechts und links auf deine Schuhe zu steigen und da stehen zu bleiben, auch wenn du anfängst, in kleinen Schritten mit ihm auf deinen Schuhen vorwärts zu laufen. Und ja, das ist also jetzt ein Trick, der mit dir ist. Und ja, wenn du dann noch einen Trick dazu parallel übst, wie das Skateboard fahren oder irgendein anderes mit einer Requisite, dann ist halt einmal sitzt er dir gegenüber und macht was alleine, nämlich mit der Pfote wedeln. Das andere Mal macht er einen Trick bei und mit dir zwischen deinen Beinen. Und das dritte ist was mit einem Objekt. Ja, wenn er dieses Skateboard sieht und dann schon gelernt hat, ah, da muss irgendwie die Pfote drauf und oh, das bewegt sich. Aha, wenn ich damit ein Stück rolle, mein Mensch freut sich, dann gibt es Kekse. Aha, ich soll was mit dem Skateboard machen. Ja, also das sind Tricks, die man parallel gut üben kann, weil da den Hund nichts verwirrt. Der weiß, ja, wenn er mir gegenüber sitzt, dann soll er in die eine Richtung was machen und mit dem Skateboard, aha, jetzt das. Was zum Parallelüben nicht gut geeignet ist, wenn du dir mehrere Tricks aussuchst, die zum Beispiel alle mit deinen Beinen zu tun haben. Also dieser Trick Füße, von dem ich eben sprach, Hund kommt von hinten, stellt sich unter deine gekrätschten Beine und geht mit den Pfoten auf die Schuhe und soll mitlaufen. Oder auch nur die Position in der Mitte sein oder wenn du auch gerade Fußlaufen übst, ja, sei links und rechts von mir, dann könntest noch sein, der Trick Slalom laufen. Immer wenn du einen Schritt machst, soll der Hund unter deinen Beinen durch auf die andere Seite und wenn du dann das andere Bein setzt im Slalom, also immer im Slalom durch die Beine durch. Oder kennt ihr den Trick rückwärts einparken? Wenn der Hund vor dir ist, soll er lernen, mit dem Popo sich um 180 Grad zu drehen und rückwärts durch deine gekrätschten Beine durchzulaufen. Ja, das ist ein Trick, der im Dog Dance ganz oft ja, eingebaut wird. Und da ist es jetzt so, einmal hast du, sei mittig zwischen meinen Beinen statisch, auf dem Boden, Mitteposition. Sei zwischen meinen Beinen, aber hab die Füße auf meinen Schuhen und wir laufen. Ich laufe und du läufst auch Slalom dadurch, vorwärts. Und einparken. Bitte rückwärts mit dem Popo durch meine Beine. Alles hat mit den Beinen zu tun. Und man soll da vorwärts, rückwärts, zur Seite. Ja, das verwirrt. Ja, also zu ähnlich dürfen sich Tricks nicht sein. Genauso ist es ungünstig, gleichzeitig das Pfoten überkreuzen zu üben, dass der Hund lernt, eine Pfote über die andere zu legen. Und das schäm dich. Ja, also weil mal soll er die Pfote über die andere legen und das andere mal auf seine Nase. Klar kommt er da durcheinander. Also das muss man an sich beachten. Und ja, wenn man zu einem Seminar geht, zu einem Wochenendseminar oder eine Seminarwoche irgendwo bucht, dann übt man ja auch an ganz vielen Tricks nacheinander. Also der Trainer stellt einem ja immer wieder Tricks vor und dann gibt es Übungs- und Ausprobierrunden und dann testet man die verschiedenen Tricks an. Und
Ja, da gibt es auch dann manche, die fangen lieber mit was an, was, wo sie denken, es fällt ihnen leicht. Andere sagen, nee, ich übe lieber hier das, wo ich denke, das gibt Probleme, weil dann kann ich hier noch zusätzliche Tipps bekommen. Und wichtig ist immer, dass bei so einem Seminar der Mensch lernt, ja, seinen Hund einzuschätzen und zu gucken, finde ich da den Anfang bei dem Trick. Aber ja, da geht es ja nicht darum, diese ganzen Tricks auf einmal fertig zu lernen. Und dennoch lernen die Hunde schon die Basis der einzelnen Tricks. Und ja, zu Hause sollte man dann sich halt eben so zwei, drei, vier rauspicken, wo man sagt, an denen bleibe ich erstmal dran und die anderen mache ich später. Und ja, in den Seminaren beobachte ich immer wieder, dass es ja keiner der Hunde damit ein Problem hat, dass die sogar bei so einem Seminar, was ja nun doch anstrengend ist, weil die so eine lange Zeit über mehrere Stunden sich da konzentrieren sollen, immer wieder. Klar, die haben auch mal wieder Pausen, aber da macht man doch in den ein, zwei Tagen wesentlich mehr, als wenn man mit ihnen zu Hause im Wohnzimmer trainiert. Und da ist es auch oft so, dass manche sagen, oh, mein Hund hat so schnell keine Lust und dann geht nichts mehr. Oder mein Hund ist so übermotiviert, der will alles auf einmal und wenn ich nur die Kekse hole, dann spult er sein ganzes Repertoire ab, was der bisher schon kann und oh, dann kann ich gar nichts Neues üben, der macht mich wahnsinnig. Das ist alles, ach, wenn er doch mehr Ruhe hätte. Und ja, da mag ich dir eben ein paar Tipps geben. Wenn du einen Zappelhund hast, dann überleg dir, ja, was je nach Temperament was sinnvoller ist mit ihm. Wenn er zappelig und ungeduldig ist, dann beginne ich mit irgendwas, was er schon gut kann. Das heißt, vielleicht frage ich sogar zuerst ein paar Tricks ab, die er wirklich schon kann, aber nicht er bietet mir an, was er alles kann, sondern ich frage Sachen ab. Und vielleicht auch nur einen Sitz oder Platz im Wechsel, so ein schneller Wechsel, Sitz. Leckerchen rein, Platz, Leckerchen rein, Sitz, Leckerchen rein. Gibst mir eine Pfote, super. Na, dass der Hund schon mal ein bisschen Erfolg hatte und was anbieten durfte und ha, so dieser erste Druck und Spannung raus ist. Juhu, wir üben und ich habe auch schon was bekommen. Bei manchen Hunden kann es auch helfen, wenn man mit denen vorher ein bisschen, zum Beispiel habe ich mit Merlin davor immer Frisbee gespielt oder auch wenn ich auf ein Turnier gegangen bin. Oder dass man mit denen einfach, was weiß ich, beim Gassi ein paar Meter. Ja, nochmal gejoggt ist oder anders gespielt hat oder ja, er vielleicht mit einem anderen Hund nochmal toben konnte, dass einfach so ein bisschen die Energie schon raus ist. Natürlich nicht so, dass er todmüde ist, aber ja, dass einfach dieses, ja, so ein bisschen der Energie schon mal weg ist. Und wie gesagt, dann anfangen mit was, was er schon kann und dann würde ich Tricks mit ihm machen, die er, ja, wo wir schon ein bisschen weiter sind, wo er auch recht schnell Erfolg hat. Und sich nicht stresst oder aufregt, weil er nicht weiß, was er tun muss. So, und wenn er dann ruhiger und schon ein bisschen zufriedener geworden ist, weil er sagt, oh ja, super, macht Spaß, habe Erfolg, mein Mensch freut sich und ich ja, habe was richtig gemacht, toll. Und er entspannter geworden ist, dann fange ich mit einem Zappelhund an, zum Ende hin, vielleicht auch noch was Anspruchsvolleres, ja, was Neues zu üben. Da brauche ich nicht gleich mit anfangen. Ja, da ist der, also wahrscheinlich gleich oben drüber. Schreibt mir gerne mal rein in die Kommentare, wie das bei euch ist, ob ihr ähnliche Beobachtungen schon gemacht habt und ja, oder ob ihr diesen Tipp mal ausprobieren wollt. Und bei dem Energiesparmodell, da ist es eben ganz anders. Würde ich jetzt bei dem Energiesparmodell erst spielen, Action machen und ihn Sitzplatz im Wechsel und irgendwelche bekannten Tricks machen lassen, dann sagt er, jo, reicht für heute. Danke, ich mache wieder Siesta. Ja, das heißt mit so einem Energiesparmodell, da mache ich am Anfang eher was Neues, was er noch nicht kennt, was irgendwie spannend ist, wo er neugierig wird und ja, versuche ihn damit zu motivieren und zu begeistern. Und vielleicht auch bei dem erstmal am Anfang zumindest nur kurz mal ein Pfötchen geben oder irgendeinen Sitzplatz, was er schon kann, aber nur ganz wenig, ja, dass er überhaupt sagt, okay, lohnt sich. Und da mache ich so, dass ich zuerst die ein bisschen anspruchsvolleren Sachen mache, solange er noch sich konzentrieren kann. Genauso auch bei jungen Hunden oder sehr alten Hunden. Ja, die können sich auch nicht mehr so lange konzentrieren. Und dann, wenn ich merke, jetzt wird er langsam müde, dann schwenke ich und er zeigt so erste Anzeichen, dass ich vielleicht wirklich bald eine Pause machen sollte oder aufhören. Dann mache ich vielleicht zum Abschluss noch ja, irgendwas, was er schon kann oder was Leichtes. Auch wenn ich den Zeitpunkt mal verpasst habe, man soll immer aufhören, wenn es am schönsten ist. Und wenn ich sage, Mist, ich habe nicht aufgepasst, egal ob jetzt Zappelhund oder Energiesparmodell, dass ich merke, ich habe zu lang gemacht. Der kann nicht mehr, der ist platt oder
Ja, er zeigt sogar, er geht sogar vielleicht wirklich an die Seite und legt sich hin. Dann, ja, ist es jetzt auch nicht tragisch, wenn das mal passiert. Du solltest halt immer früher auf die Anzeichen achten, wann dein Hund, also und man denkt immer, also manche denken, man sollte möglichst viel hintereinander machen. Und viel besser ist es, du machst kurze Einheiten. Wenn du jetzt zum Beispiel sagst, dass du 10 bis 15 Minuten Zeit hast zum Tricksen oder auch nur 5 am Abend, dann mach lieber 3, 4, 5 Mal eine Minute oder anderthalb, vielleicht auch bei einem ganz jungen Hund oder bei einem zappeligen oder einem älteren nur 30 Sekunden oder so. Und dann eine kurze Pause wieder und dann nochmal, dass du immer sagst, komm, wir arbeiten, wir spielen, Action, wir klickern. Also irgend so eine Floskel sage ich dann, hey, es geht los, wir tun was zusammen, kannst hier Kekse verdienen. Und wenn er dann kommt und aufmerksam ist, dann gebe ich ihm auch einfach mal so vielleicht nur das erste Leckerchen und sage, hey, super, dass du mitmachen willst. Und dann üben wir eine kurze Sequenz. Da musst du ein bisschen reinspüren, ob jetzt eine halbe Minute, eine Minute, anderthalb, was besser ist. Und wichtig ist, immer schon Pause zu machen. Auch dann ungefähr genauso lang, wie du vorher geübt hast. Wenn dein Hund noch voll dabei ist, dass er sagt, Moment, also ich könnte noch. Und Pause heißt bei mir nicht, Platz bleibt, sondern ja, wenn ich jetzt alleine bin, zu Hause im Wohnzimmer oder so, dann darf er. Ja, vielleicht aufstehen und an den Wassernapf gehen oder mir sein Spielzeug bringen oder wenn ich draußen übe, vielleicht mal am Boden rumschnüffeln oder Pipi machen gehen oder keine Ahnung, ja, wenn ich beim Spazierengehen irgendwo sage, komm, wir laufen und hier machen wir eine kurze Übung, ach komm, lass uns ein paar Meter weitergehen und du sagst, nee, dann hat er nur Unsinn im Kopf, dann mach halt eine Leine dran und halt die locker, aber gib ihm nicht ein Signal, dass er ausführen muss, ja, dann ist es keine Pause. Du könntest auch sagen, du stellst hier einen Stuhl oder einen Hocker hin. Und immer wenn du eine Pause machen möchtest, setzt du dich einfach da drauf, atmest mal tief entspannt aus und sagst sowas wie Pause, Siesta, fertig. Ja, irgend sowas. Und dann, wenn eure Pause rum ist, dann sagst du wieder Action, komm, wir spielen, wir arbeiten oder irgend so eine Floskel, dass er merkt, oh, jetzt gibt es wieder Kekse. Und was auch wichtig ist, dass du, wenn du mit irgendwelchen Requisiten arbeitest, vorher habe ich das Skateboard erwähnt, dass du, während du eine Pause machst, dieses Objekt wegtust. Ja, dass dein Hund nicht arbeitseifrig, wie er vielleicht ist, sagt, hey cool, gab eben Kekse, wenn ich was mit dem Ding da mache und du willst, dass er Pause macht und er geht immer wieder hin und schiebt es doch. Vielleicht sogar besser als vorher, als du es üben wolltest, aber du willst ja gerade eine Pause haben oder er erschreckt sich, weil sich es auf einmal bewegt. Also wichtig, Pause ist Pause und heißt, der Hund soll ein bisschen entspannen, runterkommen, aber darf. Ja, einfach, ja, er darf Hund sein, er darf er selbst sein und machen, was er gerade möchte. Und ja, lange Leine dran, Fuß drauf stellen und er hat ein bisschen Radius, das könnte ihm auch helfen. Ja, wenn du zu lang gemacht hast, also versuch trotzdem einen guten Abschluss zu finden. Oder wenn du was Schwieriges geübt hast, dass du ganz am Ende nochmal was machst, wie gib mir eine Pfote oder stupst meine Hand an oder ja, mach Sitz, irgendwas, was der Hund wirklich gut kann, dass du nochmal einen schönen, freudigen Abschluss hast. Ja, schreib mir gerne mal rein, ob ja, ihr in der Richtung, ob da jetzt schon mal, ja, ob ihr glaubt, dass diese Tipps euch helfen können. Ich gucke mal, ob schon irgendwelche Fragen sind, die Heidi schreibt. Ich trainiere immer schon verschiedene Dinge, auch verschiedene Themen und natürlich ist noch lange nicht alles fertig. Ja, super, aber du bist ja auch schon ein alter Hase, ja, so, super erfahren und ja, hast das mit der Zeit einfach mit vielen Hunden auch schon kennengelernt, dass man besser wechselt. Wir üben auch zeitgleich in kleinen Schritten. Genau, kleine Schritte, die sind wichtig. Die Rose, wir üben immer unterschiedliche Dinge, da meine ganz gerne nicht bei der Sache bleiben und nicht so begeistert mitmachen. Immer mehrere Tricks parallel, sagt die Rosi. Die Steffi, ich trainiere immer mehr Tricks und Sportarten zeitgleich. Ohne die Abwechslung macht meine Zappelhündin nur Unsinn und konzentriert sich null. Genau. Ich mache immer mal was anderes. Mal dies, dann das. Draußen sind mir auch mal Rennrunden wichtig. Falls besonders konzentrierte Phasen dabei wären, das ist die Nonplusultra-Belohnung. Ja, auch weil das sonst frustriert, wenn sie es nicht gleich verstehen. Parallel aber höchstens 3 bis 4. Genau, 3 bis 4 ist eine gute Zahl. Die Angela gut zu wissen. Ich hatte immer Bedenken, dass meine vielleicht dann alles durcheinander bringen. Ja, wie gesagt, du musst drauf aufpassen, was du übst, dass es nicht zu ähnlich ist. Ich zwerkle mit Maya und sie konzentriert sich null. Ja, also da vielleicht auch einfach zusätzlich mal noch irgendeine andere Übung mit reinbringen.
Und ja, weiß nicht, ob du das Zwergeln zu Hause machst oder unterwegs. Ich selbst zwergle nicht, also da kann ich jetzt nicht so viele Tipps geben. Ich baue die Einheiten immer spontan ein, dann auch nur kurz, sonst erkennt er, dass er trainiert wird und legt sich entspannt hin. Ja, genau, zwischendurch. Und wenn es nur beim Gassi gehen ist, immer irgendwo an Stellen. Wobei manche da natürlich auch leicht abgelenkt sind, aber auch zu Hause kannst du ja sagen, ach jetzt, keine Ahnung, machst die Kaffeemaschine an, ach, dann habe ich ja kurz einen Moment Zeit. Oder der Wasserkocher ist an, ja, mache ich kurz was. Oder ja, einfach zwischendurch mal ein, zwei Minütchen und das ein paar Mal am Tag. Oder sagen, jetzt habe ich 5 bis 10 Minuten Zeit und dann mache ich 2, 3, 4 Trainingsintervalle. Ja, einfach mal zwischendurch kurz. Wer von euch hat denn das Problem, dass er nicht nur sich Gedanken macht über welche Tricks übe ich parallel, sondern wer hat mehrere Hunde von euch und sagt, ich würde gerne parallel arbeiten mit denen, also mit beiden zusammen, aber das geht so gar nicht. Das ist voll schwierig, weil da will jeder mal der Erste sein und ja, das ist das totale Chaos. Dann könnte ich euch dazu noch Tipps geben, wenn da Interesse besteht. Schreibt das gerne mal rein, ob das von Interesse wäre. Und ja, also wie gesagt, es geht nicht darum, möglichst schnell alle Tricks fertig zu bekommen. Und ja, der Weg ist das Ziel und freu dich über kleine Erfolge. Und deswegen, wenn du verschiedene Tricks auswählst, dann sollten es immer welche sein, also nicht nur schwierige, sondern auch was, wo du schneller Erfolg hast. Und wenn du da wenig Erfahrung hast, also ja, man kann jetzt gerade wegen ja, diesem ganzen Corona-Kram und so weiter, hat man ja nicht die Möglichkeit, jetzt irgendwo Kurse vor Ort zu besuchen, also zumindest nicht in allen Bundesländern. Dann, ja, vielleicht findest du irgendwo einen Online-Kurs. Ich biete auch einen an, den kann ich euch gerne am Ende auch noch vorstellen. Und ja, dass du eben da die Möglichkeit hast, dann Fragen zu stellen, was passt jetzt für meinen Hund, womit fange ich am besten an, was kann ich dazu machen oder. Ja, also ich gebe in meinen Online-Kursen gerne immer, also es gibt die als Selbstlernkurse, dass man einfach die Trickanleitung bekommt. Die sind dann mit, ja, sowohl einem Video, wo ich Schritt für Schritt von Anfang an mit meinen Hunden den Weg zeige, wie man diesen Trick aufbaut, auch auf mögliche Fehlerquellen eingehe. Und man das, ja, vielen hilft es, dass sie das sehen, wie das ein anderer Hund macht, wie man, ja, wie man da auch körpersprachlich sich am besten, ja, einfach kleine Tipps und Tricks und Kniffe, die es leichter machen. Fehler, die häufig passieren, weil es einem nicht bewusst ist. Und vielen reicht das, also diese Videos. Und dann gibt es immer noch ausführliche PDF-Anleitungen, wo man das nachlesen kann, Schritt für Schritt, zum Ausdrucken, mit ins Training nehmen. Und manche, die machen das auch gerne mit, ja, mit einer Gruppe, mit einer Facebook-Gruppe im Austausch, wo man sich mit anderen Teilnehmern ja, schreiben kann und Videosequenzen zeigen, mir immer Fragen stellen, wenn was nicht klappt. Und das sind ganz oft nur Kleinigkeiten, ja, dass, oh, mein Hund macht das nicht und der ist so zappelig und der kann sich nicht konzentrieren. Und manchmal sind es dann Sachen wie, dass man Futter in der Hand hat oder die Hand so hält, dass der Hund denkt, da ist Futter drin. Und ich sehe dann auf dem Video, dass der Hund nur dahin guckt. Und ja, dann sage ich, halt mal deine Hand dem Hund hin, zeigt, dass sie leer ist. Ja, das hilft manchen schon. Oder wenn du wirklich Futter drin haben musst und möchtest, um schnell zu belohnen, dann nimm die Hand halt hinter den Rücken, solange ein Hund was macht. Oder beim Skateboardfahren trainieren zum Beispiel, ist es dann, dass ganz viele Leute mit der Hand immer drauf zeigen und der Hund mehr nach der Hand guckt und dann, er kann ja nicht gleichzeitig nach der Hand gucken, die da rumwedelt, ob da vielleicht ein Leckerchen drin ist. Und sich gleichzeitig auf dieses rollende Brett da unten konzentrieren, was er mit den Pfoten treffen soll und auch bewusst fahren, weil er muss ja wieder gucken, ob da ein Leckerchen vielleicht kommt. Ja, das ist auch so ein Trick, wo die Hände auf den Rücken gehören am Anfang. Und ja, und dass der Hund das Skateboard immer nur ranzieht, anstatt es wegzuschieben. Ja, was daran liegt, dass der Hund halt von sich aus diese Bewegung nicht machen würde. Wann zeigt ein Hund mal die Bewegung, dass er mit einer Pfote was also nach vorne, der schart nach hinten, aber nicht nach vorne? Ja, und dann gibt es immer so ein paar kleine Tricks und Kniffe. Und ja, also vielleicht, wer ein Interesse hat, ja, kann ja gerne mal reinschreiben, ob welche dabei sind, die auch gern online was machen würden. Dann stelle ich euch den gerne noch vor. So, was kam denn hier noch? Mal gucken. Ja, bitte, ich auch, ich auch. Ich habe 3 Tipps, wären da interessant. Hier. Okay, das ging jetzt um die Mehrhundehalte parallel. Gell? Meine erste Hündin will nicht akzeptieren, wenn der neue arbeitet, aber es wird immer besser. Das ist häufig so, ja.
Das kenne ich. Der Neue macht es gut, aber die Alte nicht. Ja, mehrere Hunde gleichzeitig. Meine können inzwischen Pause, Platz. Da klappt das gemeinsame Üben sehr gut. Ich hätte Interesse an Tipps, wie man gut mit beiden Hunden parallel üben kann. Ich muss den einen immer in den Garten bringen, wenn ich mit dem anderen üben will. Du, es gibt auch welche, nee, die bringen den Hund dann ins andere Zimmer und dann geht aber trotzdem die Post ab, weil er dann sich lautstark beschwert und das zeigt, wie doof er das findet. Dann hast du noch Glück, dass das geht mit dem Garten. Das wäre super, würde gerne mit allen zusammen trainieren. Pause machen oder die Dauer der Übung sind hier weniger das Thema. Auch wenn ich mit dem anderen Hund übe, kann er inzwischen entspannt warten. Aber schwer fällt es meinem Jüngeren, es ruhig anzugehen oder einfach mal nur zu stehen. Zwei von drei Hunden warten bei mir auf dem Hocker erhöht, während der dritte dran ist. Genau, das ist super. Deine Trickanleitungen sind toll. Danke, Diana. Die Angela, das klappt bei meinem recht gut mit dem Zusammenarbeiten. Der Jungspund versucht es zwar ab und an noch zu drängeln, aber wird dann fürs Warten zwischendurch immer wieder belohnt. Genauso natürlich dann auch mit meiner älteren Dame. Ja, da sind schon auch ein paar tolle Tipps, die ihr euch gegenseitig gebt. Das finde ich super. Ja, viele versuchen, mit dem einen zu arbeiten, mit dem anderen und dann am Anfang gleich zu lange Sequenzen zu machen. Und ja, gerade auch wenn ein neuer Hund dazukommt, dann ist der Alte manchmal auch eifersüchtig und will sagt, ach guck mal, das kann ich auch, das kann ich doch auch, wenn der Jungspund es eben noch nicht kann, aber der ältere Hund das Bordsignal dafür hört. Oder aber der Jüngere ist derjenige, der halt einfach noch weniger Impulskontrolle hat und sagt, ich auch, ich auch, ich auch. Und ich mache es anfangs so, dass ich, ja, wenn ich jetzt, wenn ein neuer Hund dazukommt, auch schon im Welpen- und Junghundealter, dass ich den Welpen zum Beispiel bei mir habe, ganz dicht bei mir und ihn zum Beispiel an der Futtertube lecken lasse oder ja, einfach recht häufig, ganz schnell kleine Leckerchen gebe, so ganz kleine Fitzelchen. Und währenddessen den älteren Hund, ja, in einer kleinen Entfernung von 1, 2 Metern, vielleicht einfach nur einen Sitz und einen Platz machen lasse, ruhige Sachen, ja, dass da gar nicht viel Bewegung dabei ist, während der neue junge Hund bei mir ist. Das heißt, der junge Hund macht nichts. Er macht nichts, ja doch, er macht was. Er ist gerade hier geduldig und versucht nicht dazwischen zu wuseln, leckt an seiner Tube, anstatt jetzt zum Beispiel dem Älteren dazwischen zu wursteln oder ihn vielleicht noch in die Füße zu zwicken oder so Geschichten und darum zu kaspern. Und das Wichtige bei dieser, wenn ihr mit Zweien arbeitet, ist, dass der wartende Hund auch belohnt wird. Und zwar noch mehr als der, der arbeitet. Und so wie es Katrin schon gesagt hat, was sehr hilfreich ist, die Tipps hat sie auch von mir aus den Kursen, dass der warten oder die wartenden Hunde, dass es immer gut ist, die erhöht warten zu lassen. Also entweder dicht bei dir und dass du dem halt mehr Bestätigung noch gibst als dem anderen, dass der eine höhere Belohnungsfrequenz hat, dass es sich also mehr lohnt, nichts zu machen. Aber natürlich willst du nicht die ganze Zeit den, ja, den einen Hund, der wartet, bei dir haben und da ständig bestätigen müssen. Das ist nur gerade bei den ganz jungen Hunden, bei Welpen, ja, und ganz jungen Hunden. Die kannst du noch nicht irgendwo parken und sagen, da bleibst du jetzt mal 30 Sekunden. Das funktioniert nicht. Dann habe ich lieber nah bei mir. So, und wenn sie ein bisschen älter schon sind und das können, dann positioniere ich die gerne erhöht. Und ihr kennt das vielleicht aus dem Training, ja, wenn ihr es im Zoo oder im Zirkus oder irgendwo bei so Tiernummern seht, dass die Tiere, die nicht dran sind, oder alle Tiere haben ihr Podest und da sitzen die drauf. Und ja, wird immer ein oder zwei runtergerufen, die gerade mit Arbeiten dran sind. Und da denkt man vielleicht, ach ja, das sieht einfach nett und bunt und lustig aus, deswegen hocken die auf diesen bunten Hockern. Aber nein, es ist einfach so, dass Tiere besser warten können, wenn sie eine begrenzte Fläche haben und da halt eine etwas größere Stufe runtergeht. Und jetzt musst du nicht, wenn du beim Spazierengehen üben willst, permanent irgendwie einen Hocker mitschleppen. Dann such dir irgendwo was, wo ein dicker, großer Stein ist oder ein großer Baumstumpf oder eine Bank oder ein Baumstamm, also ein Mäuerchen. Du wirst irgendwo sicher Sachen finden, wo du einen Hund erhöht warten lassen kannst. Was dann noch hilft, du kannst auch da zum Beispiel dem Wartenden irgendwas, eine Schleckmatte oder einen gefüllten Kong oder irgendwas geben, wenn diese Trainingssequenzen immer länger werden, ja. Ich würde den wartenden Hund vielleicht am Anfang oder auch wenn du im Wohnzimmer übst, lass ihn dabei sein, dass er auch nicht zu weit von dir weg ist. Bestätige, wie gesagt, das Warten aus der Hand oder gib ihm was. Und dann mache ich es manchmal so, dass der gar keinen Fehler machen kann. Ich bin den mit einer Leine und einem Geschirr einfach am Stuhlbein, ne, Stuhl, den zieht er nach sich, an einem schweren Tisch oder dem Bein, dem Fuß von einem Schrank oder dem Heizungsrohr oder keine Ahnung, die wird irgendwas, wirst du haben, wo du deinen Hund festmachen kannst, damit er
ja, einfach lernt, ich komme jetzt hier von der Decke nicht runter. Oder dass man am Anfang den Hund vielleicht in der Box warten lässt. Also, aber bring erstmal beiden bei, dass sie beide dran sind und beide wichtig sind. Das heißt, sag dem einen Sitz auf der Seite, dem anderen da und belohne einen nach dem anderen. Und ja, es ist auch hilfreich, hat auch jemand geschrieben, das Signal Warte einzuführen. Aber so Sachen mache ich erstmal mit einem Hund alleine. Und ja, das ist eine Basisübung bei mir beim Treiball ist sie dabei, auch bei den Impulskontrollspielübungen. Da gibt es auch einen Online-Kurs, der beginnt jetzt wahrscheinlich im Dezember wieder, wo es darum geht, ja, dass der Hund lernt, geduldiger zu werden, Frust zu ertragen. Also sprich, ja, bei bewegten Reizen eben nicht loszusprinten. Und das ist ja schon, wenn ich mit zwei Hunden arbeite, ja, der andere darf und ich nicht. So, und dieses Warten übe ich aber erstmal alleine mit dem Hund. Zum Beispiel ist es beim Treibball und auch bei dem Pulskontrollspielen, ich nehme gerne die Übung, stups was mit der Nase an. Und das ist am Anfang ein Gegenstand, den ich in der Hand habe und hinhalte, zum Beispiel eine Fliegenklatsche oder ein Kegel oder irgendwas. Ja, viele kennen solche Übungen so als Basisübungen, gerade beim Klickertraining. Und wenn der Hund gelernt hat, dass er das anstupsen soll, dann wird er, wenn du demnächst diesen oder einen ähnlichen Gegenstand hinhältst, immer sofort mit der Nase kommen, weil er sagt, oh, Nase dran ist super, gibt ein Leckerchen. Und genauso ist es, wenn er irgendwann das Skateboard sieht. Oh ja, super Skateboard, da muss ich jetzt gleich mit den Pfoten drauf und ab die Post. Es ist aber auch wichtig, dass sie lernen, Dinge nur zu machen, wenn man ihnen ein Signal dazu gibt. Das heißt, ja, dass du ihnen erklärst, warte heißt jetzt nicht. Und tu es nur, wenn ich dir sage, du sollst stupsen. Und das machst du, indem du diesen Gegenstand, die Fliegenklatsche oder so etwas, mal hinhältst. Und wenn der und noch nichts sagst und ein Warte sagst, vielleicht noch mit der anderen Hand so ein Stoppsignal oder du gibst ihm ein Leckerchen, fängst an, den zweiten Gegenstand, es gibt ihm das Leckerchen, den anderen Gegenstand schon in die Nähe zu halten. Und dann das Leckerchen weg, warte, warte, gibt es wieder ein Leckerchen fürs Warten. Und wenn er jetzt mit der Nase an den Gegenstand will, dann ziehst du den kurz weg, hinter den Rücken oder nach oben, dass er keinen Erfolg hat. Dann hältst du ihn wieder hin, warte, gibst ihm wieder ein Leckerchen und dann sagst du ein Signal, was du eingeführt hast, stups. Dass er lernt, aha, stupsen heißt, ich stupse, wenn sie es sagt, und warte heißt, ich nehme mich zurück. Du kannst es auch üben, indem du irgendwie einen Hocker, einen Trittschemel, irgendwas, eine Kiste vor deinen Hund, also zwischen euch stellst und ihn dahinter positionierst, sagst Sitz und auch so ein Sitz, warte und legst ein Leckerchen zwischen euch, manchmal, ja, ein Leckerchen zwischen euch. Und ja, er darf sich's nur nehmen, wenn du es freigibst. Und sonst geht deine Hand da wieder drüber und versteckt das. Ja, dass er lernt, aha, zuhören. Und dann mache ich so, entweder, wenn er gewartet hat, kriegt er aus meiner Hand zum Beispiel Fleischwurst, Käse, irgendwas Tolles und auf dem ja, Tisch oder was vor mir, dem Hocker, ist was nicht ganz so Attraktives. So, also mal, da liegt was und du kriegst was anderes. Oder da liegt was, du wartest und jetzt kriegst du das, was ich da hingelegt habe, aber ich gebe es dir. Und dann mache ich auch mal, ja, warte. Und dann sage ich okay und okay heißt, er darf sich selbst jetzt nehmen. Und dann, ja, kommen, dass ich vielleicht noch einen Gegenstand drauf tue, den er dann wegstupsen soll und so Geschichten. Also das sind so erste Übungen da. Und die Hunde lernen, aha, immer nur dann was tun, wenn mein Mensch das sagt und was Warte heißt. Und wenn ich solche Sachen immer wieder übe, in ja, kurzen Sequenzen, dieses, dass der Hund die Bedeutung von Warte weiß, dass ich mit den Hunden abwechselnd Pfötchen rechts, Pfötchen links, super, mach Platz, warte, Leckerchen geben. Dann sich dem anderen zuwenden, sagen, kannst du Sitz und dreh dich oder was auch immer der kann. Prima, leg dich hin, warte und bestätigen. So, und dann werden die Sequenzen langsam ein bisschen länger, wie lange ich mit dem einen und dem anderen mache. Und der Abstand größer, dass der Wartende also ein bisschen weiter weg ist. Und ganz vielen Hunden hilft es wirklich, wenn sie da erhöht sind. Leg sie aufs Sofa oder ja, irgendwas wird dir einfallen, wie du deinen Hund eben ein bisschen erhöht legen kannst. Und beim Gassi gehen geht es wie gesagt auch. Und mach die Einheit am Anfang kurz mit der Wechselei. Und wichtig, auch der Hund, der jetzt auf diesem Podest oder wo auch immer ist, auf dem Sofa, auf dem Baumstumpf, wenn du mit dem anderen arbeitest, sag dem zwischendurch ein Warte. Ja, lass ihn in der Sitzposition oder irgendwas warten. Und geh auch zu dem, der warten soll am Rand, der gar nicht dran ist, und gib dem kurz ein Leckerchen. Dann wendest du dich dem arbeitenden Hund wieder zu. Ja, dass dieses ferne Warten auch belohnt wird.
Das wären so ein paar Tipps. Und ja, würde mich interessieren, ob euch das hilft. Oder die, die schon so praktizieren, schreibt gerne mal rein, ob euch das hilft, ob ihr so schon arbeitet und ob das ja, euch weitergebracht hat mit mehreren Hunden. Ich gucke mal noch, was hier jetzt so an Texten und Fragen, weil ich übe gerade mit Kira neben mir zu laufen und beide überkreuzen die Füße. Hoffe, das ist verständlich geschrieben, dass Spiel 4 gewinnt. Die Lena, ich habe einen unglaublichen Hektiker. Ich denke, ich werde das erstmal probieren mit bekannten Tricks. Hini spult nämlich alles ab, was er kann, wenn er etwas nicht versteht. Das treibt mich in den Wahnsinn. Das haben viele das Problem, dass der Hund alles abspult. Und häufig ist es auch, dass die Hunde die Wortsignale gar nicht verstehen. Und ja, die einfach alles abspulen, weil ihnen, also auch dieses Warte. Ja, viele machen Dinge, weil sie denken und wissen, das kommt jetzt. Weil sie sich mehr an unserer Körpersprache oder an den Objekten orientieren. Ah, das ist Skateboard, jetzt muss ich skaten. Ah, da liegt was auf dem Boden, da muss ich mich draufstellen. Oh, das ist was zum Apportieren, das nehme ich ins Maul. Und ach, jetzt hat mein Mensch sich gebückt oder den Arm so und so und so bewegt, jetzt soll ich bestimmt das und das machen. Du hast ihn aber gar nicht bewusst bewegt oder dir war gar nicht klar, dass du damit unbewussten Zeichen gibst. Mir ist es auch schon passiert mit meinem Mowgli, mit meinem Rumänen. dem hatte ich beibringen wollen, dass er in der Mitte zwischen den Beinen ist und eben ja in der Mitte mitläuft, auf das Signal Mitte. Und er fing jedes Mal an, sich wie bekloppt seitlich gegen mein eines Bein von innen zu schmeißen. Und so konnte ich ja halt blöd laufen, weil ich immer Druck auf dem einen Bein hatte von innen. Und ich wollte ja, dass er frei in der Mitte läuft. Ich wollte es fürs Dogdance und das, ja, ich wollte, dass er frei in der Mitteposition ist. Und er schmiss sich immer wieder von innen an mein Bein, immer in die gleiche Richtung. Und dann habe ich mich, ja, dachte ich, okay, der ist sich ganz sicher, dass er sich an mein Bein schmeißen muss. Und ich wusste nicht warum. Dann habe ich ihn wieder mit dem Leckerchen genommen und wieder, ja, mittig zwischen die Beine positioniert, wieder frei hingestellt. Kaum war meine Futterhand weg, klonk, dotzt er wieder an mein Bein dran. Dann dachte ich, habe ich eine Freundin und Trainerkollegin angesprochen und sagt, du guck mal bitte. Hier ist irgendwo ein Fehler im System. Ich finde es nicht. Ich weiß nicht, warum mein Hund sich ständig an mein Bein schmeißt. Es muss aber irgendeinen Grund geben, weil er sich ganz sicher, dass es richtig ist. Und ich will es nicht. Und ich krieg es nicht abgestellt. Sie guckte, sie fand nichts. Naja, wir haben weiter beide für uns trainiert. Und auf einmal lacht sie und kommt zu mir und sagt, mir ist da eben was aufgefallen. Sag ihm nochmal, soll in die Mitte gehen. Aber nimm deine Hände auf den Rücken. Das ist was, was ich auch meinen Teilnehmern oft sage. Es lag aber nicht an Leckerchen in der Hand. Also ich nehme meine Hände auf den Rücken, ich sage zu ihm, geh in die Mitte. Und mein Mogelprinz stand mittig frei zwischen meinen Beinen. Ich konnte auch ein Stückchen vorwärts gehen und er hat sich nicht an mein Bein geschmissen. Ich dachte, Hexenwerk, was ist jetzt los? Bitte erklär's mir, was ist der Grund, warum klappt's auf einmal? Und dann sagt sie, du hast eben Fußpositionen auch rechts und links von dir geübt. Und dann hat sie gesehen, dass wenn der links von mir, also wenn ich wollte, dass er, ja, wenn er links steht und ich gehe nach rechts und ich will, dass er nachrutscht, also dass er seitwärts geht und immer an mein Bein nachkommt, dann habe ich mit der Hand so eine, ja, muss ich mal die Kamera drehen, mit der Hand so eine komische Bewegung gemacht, also so ein Schaufeln, ja, und ihm damit gesagt, komm ran. Und ihr war aufgefallen dann, dass ich, wenn ich ihn in die Mitte holen wollte und er war irgendwo seitlich vor mir, auch so eine Bewegung gemacht habe, wie komm mal rum nach hinten in die Mitte. Ja, einfach so einen Bogen mit der Hand geführt. Und das war eine ähnliche Handbewegung wie dieses schmeiß dich von, ja, in der Fußposition an mein Bein. Und als die Hand nicht da war und ich einfach nur so sagte, komm in die Mitte, er wusste schon, was Mitte heißt, dann stand er halt frei und sagte, ja, es war kein Signal, das mir sagte, lehn dich nach rechts. Das heißt, ganz oft, wenn die Hunde abspulen und zappelig und quietschig werden und alles und dann frustig werden, liegt es das daran, dass ihnen die Signale nicht klar sind. Und ganz häufig denken wir, dass Dinge auf Wortsignal sind. Sie sind aber auf ein Sichtzeichen. Das heißt, wir sagen das Wort, der Hund reagiert nicht. Wir sagen es nochmal und nochmal. Dann mit Nachdruck, dann nicken wir vielleicht mit dem Kopf oder gehen in die Knie oder machen irgendeine Geste oder irgendwas mit dem Arm und auf einmal geht's. Weil der Hund diese Geste gelernt hat. Und das war uns aber nicht bewusst. Und das sind so Sachen, wie gesagt, manchmal Kleinigkeiten. Und hört auch mir als Trainer geht es manchmal so, ich sage, Mist, da ist was, und ich weiß nicht warum. Und dann hilft es mir auch, wenn andere gucken, beziehungsweise, ja, damals habe ich noch nicht mit Videokamera gearbeitet. Inzwischen, wenn so Sachen sind, auch beim Treibball, ich stelle mir einfach die Videokamera hin und filme mich. Und dann sehe ich mich ja so, wie ich als Trainer auf ein Team gucken würde. Und dann fallen mir so Dinge auch auf. Klar, da braucht man die Erfahrung dazu. Das heißt, wenn ihr jetzt erst anfangt mit dem Hund, dann seht ihr ihn vielleicht nicht auf den ersten Blick, aber manche Sachen sind so offensichtlich, das seht ihr dann auch.
Und dazu einfach, ja, das Handy. Ihr könnt das einfach irgendwo, wenn ihr jetzt ja, irgendwas stehen habt, eine schwere Flasche auf dem Hocker und dann das Handy so da anlehnen oder ins Regal an Bücher oder ja, sich ein Handystativ einfach kaufen. Es gibt günstige schon ab 10, 15 Euro. Die haben auch so bewegliche Arme, die kann man wunderbar auch beim Gassigehen mitnehmen, an irgendeinen Baum oder eine Parkbank oder was auch immer so dran machen. Oder dann diese, wo man so die Beine ausziehen kann. Und da gibt es oben Halterungen, wo man das Handy einklemmt und dann könnt ihr euch wunderbar selbst filmen, ohne jemand zu haben. Das ist immer so dieses, ach ja, jetzt muss ich mir meine Tochter, meinen Mann, meine Freundin bitten, dass die mal ein Video machen. Das ist am Anfang bei den betreuten Online-Kursen von mir immer so, ah oh, ja, nee, ich kann kein Video machen. Ich habe keinen, der filmt. Und ja, dann irgendwann haben sie dann doch ein Stativ und dann geht es eben wunderbar. Man sieht so viel auf den Videos. Wer von euch filmt denn? Also wer nutzt das manchmal, dass er Trainingsvideos macht, sei es für sich selbst, als Erinnerung oder um sie zu analysieren oder auch um sie irgendwo auf Facebook zu posten? Mich würde auch interessieren, also ich habe es schon vor einer Weile schon mal machen wollen und ja, dann ging es aber wieder unter und jetzt kam das Thema wieder in Erinnerung. Wäre Interesse an einem Workshop mal, wo ich erkläre, wie man schöne Hundevideos macht, wie man am besten die Kamera positioniert, damit der Hund gut zur Geltung kommt oder auch jemand, der drauf guckt, dass der ja einfach auch gut Feedback geben kann, wie man Videos schneidet, wie man so Ton dazu macht oder irgendwelche Texte einblendet, weil es sind ja im Internet, in Facebook und so oder auf YouTube immer so schöne Videos und ja, manche, die würden das auch gerne können, wissen aber nicht wie. Und das ist alles kein Hexenwerk. Es gibt auch tolle Apps auf dem Handy, womit man das ganz einfach machen kann. Man braucht dazu heutzutage gar keine großen, komplexen Softwareprogramme mehr fürs Notebook, wo man dann die Videos erst mühsam vom Handy auf dem PC kriegen muss. Und ja, manche fühlen sich halt überfordert, schon ein Video auf Facebook zu laden oder auf YouTube oder oh, YouTube-Kanal. Oh Gott, wie geht das? Und es ist alles kein Hexenwerk. Und ja, in den Online-Kursen, wenn da jemand noch wenig Erfahrung mit Technik hat, da helfe ich auch immer individuell, bis es bei denen klappt. Und dann dachte ich mal, ich könnte ja einfach so mal einen Workshop machen. Gerade jetzt, ja, wo viele wegen Lockdown, wer weiß, wie lange uns das alles noch begleitet, ja, es auch andere Online-Angebote gibt. Und ja, ihr vielleicht nicht wisst, ja, wie kriege ich da jetzt mein Video gemacht und online? Wenn da Interesse wäre, kann ich sowas gerne mal anbieten. Und ja, mal gucken, ob da Interesse ist. Ja, wir filmen dank dir, liebe Anja. Workshops und Videos würde mich interessieren. Rosi, es ist immer wieder klasse, wie toll mir meine Hunde zeigen, wenn ich undeutlich werde. Daher ist es echt wichtig, die Hunde zu beobachten. Und wenn der Hund zwei bis dreimal das gleiche falsch macht, liegt es immer mit Sicherheit an mir. Sehr guter Punkt, Rosi. Wenn dein Hund, egal bei was, etwas zwei, dreimal nicht richtig macht, so wie Rosi schreibt, dann liegt es eigentlich immer an uns. Und dann nützt es nicht zu sagen, nochmal mit Nachdruck und nochmal das Wort sagen und mit den Händen rumzufuchteln, sondern überleg dir, was kann ich ändern am Übungsaufbau? Kann ich meine Position verändern? Kann ich den Belohnungspunkt verändern? Braucht mein Hund eine Pause? Sollte ich an meiner Körpersprache was ändern? Bedränge ich ihn zu sehr oder gebe ich unbewusst Hilfen oder keine Ahnung was? Also wirklich, die Hunde wollen es richtig machen. Und manche denken, oh, der verarscht mich und der will mich ja nur ärgern und der weiß eigentlich, was er machen soll. Der weiß es. Natürlich weiß der das. Nein, sie wissen es nicht. Also sind eigentlich immer wir Menschen, die was ändern können und müssen, wenn was nicht klappt, damit der Hund und wir Erfolg haben. Und ganz oft sind Hunde nur deswegen so zappelig im Training, weil sie so verzweifelt sind. Oh Gott, und jetzt kommt wieder und ich würde so gern und ich mache eh alles falsch und das macht unruhige Hunde dann noch zappeliger. Oder die Energiesparmodelle, die sagen, lohnt sich ja eh nicht, mach ja eh alles falsch, krieg ja keinen Keks, dann mach dein Kram allein, ich geh, hab keine Lust. Oh, mein Hund ist so unmotiviert. Ja, dann ist die Belohnungsfrequenz zu gering und ich verlange zu große Schritte. Ja, dann muss ich überlegen, wie kann ich ihm das noch besser erklären und kleinschrittiger. Also sehr guter Punkt, Rosi. Die Kirsten, ja, hier, das Bearbeiten der Videos überfordert mich und ich dachte ja schon, ich hätte den Workshop verpasst. Nee, Kirsten, ich habe ihn noch nicht angeboten. Er klingt unheimlich kompliziert mit dem Film. Das wäre ein Workshop super. Da wäre ein Workshop super. Es ist überhaupt nicht kompliziert. Also
Man kann es kompliziert machen, aber man kann es nicht doch einfach machen. Die Iris, ich filme immer. Was? Kann man bei mir sehen? Wald oder in der Stadt? Immer eine Rolle Panzerband als Stütze dabei. Was Stativ habe ich, bringt mir nichts. Handy, Rucksack und Panzerband als Stütze. Auch Steine und Stöcke als Stütze und Auflagefläche. So entstehen lustige und schöne Videos. Ja, genau. Man kann sich ganz einfach behelfen und braucht nicht immer irgendjemand, der filmt. So, ich scroll mal noch hier durch. Ich lasse meinen Freund viel filmen, weil der Kleine dazu kam und ich die Fortschritte sehen wollte. Es war so niedlich, wie schnell er groß wurde. Er hat sich stark an der Großen orientiert, da habe ich angefangen, auch alleine mit ihm zu trainieren. Genau. Also, gerade wenn ein neuer Hund kommt, macht er am Anfang mit ihnen was alleine und dann gewöhnt sie, so wie ich vorher erklärt habe, langsam ans parallele Arbeiten. Beim Doc sind wir hin. Ich habe auch immer Schuld. Ich habe bei den Tricks oft ein Wort und eine Geste. Ja, das wäre natürlich ideal, wenn man Übungen und Tricks, wenn man die sowohl auf Wort als auch auf Sichtzeichen bringt, was dann wichtig ist, dass ihr das separat voneinander trainiert. Also das heißt, dass ihr sagt, jetzt lasse ich mal sämtliche Körpersprache weg und versuche dem Hund das Wort zu erklären, indem ich immer erst das neue Wort sage, einen Moment warte. Also zuerst, wenn ich das Gefühl habe, mein Hund hat eine Übung, einen Trick verstanden. Ja, ich mache irgendwas und er tut das Richtige. Ich sage oder mache eine Geste. So, und jetzt will ich das zum Beispiel, ich merke, ich habe noch viel mit Gesten gearbeitet, jetzt will ich es auf ein Wortsignal bringen. Dann mache ich es erstmal so, während der Hund diese Übung ausführt und sie richtig schon macht, benenne ich das immer, während er das tut, mit diesem neuen Wort, was ich künftig dazu sagen will. Ich benenne die Übung, wenn er sie richtig ausführt. Dann fange ich an, das neue Wort zu sagen, aber lasse sämtliche Körperregungen, Körpersprache weg, vielleicht die Hände auf den Rücken, gucke ihm auch nicht in die Augen, sondern ja, recht neutral. Sag das neue Wort, warte eine Sekunde oder zwei und wenn mein Hund keine Idee zeigt, so gar keine, dann kommt mit ein, zwei Sekunden Verzögerung meine Hilfe, das vorherige Signal oder was auch immer ich gemacht habe, dass das tut. Oder ein anderes Hilfssignal, was ich vorher von einem früheren Trick hatte und sage, aus diesem Trick forme ich jetzt einen neuen. So, dann sage ich wieder das neue Wort. Warten einen Moment, eine Sekunde, zwei und wenn nicht, dann helfe ich wieder. Und irgendwann werdet ihr merken, dass der Hund anfängt, wenn ihr dieses neue Wort sagt, dass es rattert im Hirnchen. Was muss ich machen? Aber vielleicht macht das noch nicht ganz richtig. Dann helft ihm nochmal nach. Und mit der Zeit wird er immer sicherer werden und sagen, aha, wenn das Wort kommt, dann darf und soll ich das und das machen. Und die Hilfe, das Sichtzeichen, wird immer unbedeutender. Genauso kann ich jetzt auch einen Trick, der auf ein Wortsignal ist, auf eine neue Geste bringen. Also gerade weil hier Dogdance das Thema war, beim Dogdance ist es so, dass der Mensch ja immer wieder, ja, der tanzt ja auch, der bewegt sich. Und da ist es schön, wenn der Mensch nicht lautstark immer Sitz, Platz, dreh dich, außenrum, rolle, ja, sagt, sondern wenn das manchmal einfach tänzerische Gesten sind und der Hund weiß, ah, stell dir vor, du bist eine Spanierin und hast so einen Tanz mit Kastagnetten, ja, und dass der Hund lernt, ah, immer wenn die jetzt so macht, dann soll ich sie umkreisen und ich soll so lange um sie drum rumlaufen, wie sie diese Tanzbewegung macht. Und wenn sie dann, keine Ahnung, die Kastagnetten so in die Höhe hält und sich still hinstellt, dann soll ich zum Beispiel mich verbeugen oder irgendwas. Ja? Also so kann ich ihm sagen, bisher hast du dich verbeugt, wenn ich das Wort Diener sagte. Ab jetzt machst du es bitte, wenn ich die Arme hochnehme oder wenn ich selbst einen Knicks mache und so Sachen. Ja, dann wäre es eben andersrum. Ihr macht diese neue Geste und sagt dem Hund erst, also das neue Signal ist eure neue Körpersprache. Und ja, dass ihr dann eben immer zuerst dieses Sichtzeichen sagt und dann als Hilfe das Wort dahinter, was er jetzt für einen Trick zeigen soll. Und dann wird auch die Geste, wieder einen Moment warten, das Wort sagen. Und irgendwann wird er aufgrund dieser Geste anfangen zu sagen, okay, dann verbeuge ich mich jetzt. Ja, und dann habt ihr ein neues Sichtzeichen eingeführt. Ja. Hätte denn von euch jemand Moment, kann ich hier, da kann ich kommentieren. Ich mag euch gerne meine Trickkiste vorstellen. Das ist mein Online-Kurs und in dem sind 22 Tricks. Und ich bin aber auch gerade am Überlegen, den zu verkleinern. Also sprich, wer jetzt sagt, oh cool, die Tricks sind alle interessant und die mag ich lernen. Da sind also so Sachen drin wie das Versteck dich, Skateboard fahren, die Rolle. Peng, also leg dich auf die Seite und stell dich schlafen. Das nenne ich aber eigentlich lieber Bautz. Ich mag meinen Hund nicht erschießen. Schäm dich, dass er mit der Pfote eben ja, so sein Näschen zudeckt.
Hands up, das ist auch total süß. Die Hunde sollen lernen, sich auf den Rücken zu legen und zwar richtig auf den Rücken und alle Viere, die Pfoten so in die Luft zu strecken. Also einmal ist Peng schlafen auf der Seite und das andere ist eben Bauz oder Hands up, dass sie mit den Pfoten hochgehen. Die Rolle als Klassiker, die baue ich auch ein bisschen anders auf als andere. Da haben viele immer das Problem und sagen, ja, ich habe es probiert und ihn dann versucht, mit dem Leckerchen zu locken, aber ich kriege ihn gerade mal so in die Seitenlage und dann sperrt er sich immer. Dann springt er auf oder dann wird er hektisch und der will sich nicht drehen. Und ja, also ich baue das ein bisschen anders auf übers Pfötchen geben und dass die Hunde lernen, sich bewusst und ganz ruhig zu rollen. Und damit klappt das. Also mein Rumäne sagte nämlich, nee, 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 ich verliere hier Körperkontrolle, nix da, ich roll mich nirgends hin und ich lasse mich auch nicht manipulieren. Und Merlin, mein erster Border Collie, der war auch so ein Zappel-Philipp. Ja, ich weiß schon, und hier und da, der hat sich so hektisch, wenn ich da mit dem Keks kam, ins Kreuz, also da ja irgendwie verdreht. Das war alles aber noch keine Rolle. Aber es sah nach Rückenaue aus. Da dachte ich, nee, ich will nicht, dass der so hektisch wird. Und dann, ja, mache ich es eben auf eine andere Art und Weise. Es gibt ja das klassische Pfoten geben, aber nicht nur Pfote geben vorne, wenn ihr sagt, ja toll. Pfote geben kann mein Hund, ja, dann kriegt ihr halt als Aufgabe, gib mir die Hinterpfote oder so Sachen. Dann gibt es High Five, dieses Schlag ein mit einer Pfote. Winken, dass er eben alleine winkt. Pfoten kreuzen, hatte ich gesagt. Skateboard fahren, dass er eben Kinderskateboard so schiebt. Oder kann man auch einen Lauflernwagen oder ein Pedal oder sowas nehmen. Polonaise ist auch ein ganz lustiger Trick, dass der Hund lernt, mit den Vorderpfoten bei größeren Hunden, wenn man selbst steht, mit den Vorderpfoten hinten ja, auf den eigenen Po und uns quasi so anschiebt. Also ja, wie eine Polonaise eben läuft. Und jetzt sagt er, ja toll, ich habe aber so einen kleinen Hund und das geht doch gar nicht. Dann kannst du es im Wohnzimmer so machen, du kniest dich hin und bist so ja, auf den Knien, aber mit dem Popo oben. Und grätscht die Füße so ein bisschen auseinander. Und dann kann auch dein kleiner Hund eben hinter dir sein und mit den Vorderpfoten an deinem Po sein. Und dann robbst du halt auf den Knien, wenn deine Knie das mitmachen. Und zeigt die Polonaise. Also es gibt immer Varianten. Oder auch, als ich jetzt vorher sage, Trick Füße, also seine Mitte zwischen meinen Beinen und stell dich mit den Pfoten drauf. Ja klar, wenn du jetzt sagst, ich habe aber eine deutsche Dogge, die passt nicht unter meine Beine. Das funktioniert einfach nicht. Die ist viel zu groß dafür. Dann gibt es auch die Füße verkehrt. Das heißt, der Hund steht vor dir und steht von vorne mit zwei Pfoten auf deinen Schuhen. Ja? Also ihr steht euch gegenüber und dann kannst du zum Beispiel rückwärts gehen und dein Hund folgt dir auf den Füßen laufend. Oder du stellst einmal, wenn du sagst, meinem Hund, dem ist das, ja, der mag nicht so unter mir oder sei nur so bedrängt, der ist so ein bisschen unsicher, der hat blöde Erfahrungen gemacht früher, der kommt aus dem Tierschutz. Dann könntest du ein Bein so ein bisschen rausstellen, also den einen Fuß so zur Seite und er soll da die Vorderpfoten draufstellen. Und ja, und dann drehst du dich eben mit deinem Hund und er hat zwei Pfoten auf einem Schuh. Das geht auch. Also es gibt dann immer auch Varianten. Rückwärts gehen und rückwärts eine Stufe hoch oder ja, also eine Treppe oder auch einen richtigen Treppenabsatz. Das ist auch ein ganz toller Trick. Gerade auch, weil es ja die Hinterhand ja mal bewusst trainiert. Viele Hunde, ich sage es immer, Hinterhand-Legastheniker, die ja, die haben einfach kein Gefühl für ihre Hinterhand. Und mit denen zu üben, so Sachen, das ist auch gut für den Muskelaufbau, gerade bei älteren Hunden oder auch bei jungen, um Körpergefühl zu entwickeln. So, und daraus ist dann irgendwann bei mir mehr durch Zufall entstanden, ja, dass daraus der Handstand wurde, weil ich immer höhere Objekte mal genommen habe. Ich wollte nie den Handstand, also so abgestützt, aber ich hatte eine Gartenliege, die im Garten beim Rasenmähen einfach mal so an der Gartenlaube stand. Und es gibt diese Saunaliegen, ja, die sind so, wie soll ich denn zeigen, so komisch geschwungen und man kann dann so die Hälfte rumklappen. Und die lehnte an dieser Gartenhütte und dann dachte ich, ach prima, ist ja eine schräge, ähnlich wie bei einer Agility-Wand, da kann er ja mal üben. Und da hat er von selbst sich immer höher geschoben, bis er fast im Handstand war. Also den Handstand hat er sich selbst beigebracht. Dann ist auch total süß, so beide, also im kleinen Männchen mit den Pfoten mit beiden abzuklatschen oder beide so auf den Arm und dann könnte man diesen Kuckuck machen, dass er drunter durchguckt. Oder sowas, so ein Trick wie groß bist du, dass er frei im Männchen steht. Und ja, als Bonus ist auch noch ein Denkspiel dabei, die verflixte Flasche, wo sie so ja, einzelne Täfelchen rausziehen müssen, was man leicht selbst basteln kann. Und ja, das sind immer, wie gesagt, 22 Tricks drin. Und ja, ich überlege aber auch, den eventuell, wenn da Interesse besteht, wenn ihr sagt, boah, der 22 sind viel, da brauchen wir ja ewig.
Oder auch, da sind einige drin, die kann ich schon. Ich überlege eben im Moment, kleinere Pakete zu machen. Entweder zu sagen, ich suche mal die Tricks raus, die Anfänger geeigneter sind, die man schnell lernen kann und wo man nicht irgendwie Vorerfahrung braucht, wo man schnell Erfolge hat. Dass so, ja, was weiß ich, 12 Tricks in dem Beginnerkurs sind. Und die etwas fortgeschrittenen Tricks oder die eben ja nicht so zum klassischen Repertoire gehören, die nicht jeder schon macht, wie dieses Hands up oder Treppen rückwärts gehen und sowas, die wären dann in einem fortgeschritteneren. Oder auch noch kleinere, das ja Themenpakete wie wenn ihr sagt, oh mein Hund, ja, der bräuchte Hinterpfoten-Gymnastik, weil ja, hat die Physio eh gesagt, der muss Muskeln aufbauen oder was auch immer. Dass ich sage, ich mache 3, 4 Tricks, die sich alle mit der Hinterhand beschäftigen, wie zum Beispiel mit der Hinterpfote was wegstoßen im Gegenstand oder ja, mit einer Pfote rückwärts Fußball spielen, das wegkicken oder dieses Pinkeln lernen, dass der Hund lernt, mit der Pfote so zu tun, als würde er irgendwo dran pinkeln. Also Hinterpfotentricks oder zu sagen Pfoten, Einpfotentricks oder zwei, wie diese Polonaise, wie das der Kuckuck, dieses unterm Arm durchgucken und so Sachen. Oder Apportierspielchen. Zirkustricks, Haushaltshelfertricks, also ich könnte mir auch so Pakete vorstellen. Würde ich ja gerne mal wissen, ob ihr sagt, nee, großer Kurs ist super, das ist so, der geht eben, ja, also jede Woche würde ich 1 bis 2 neue Tricks freischalten, was aber nicht heißt, dass ihr alle sofort üben müsst, ja, sondern wie so ein Buffet. Ihr fangt hier an, ihr fangt da an und ja, irgendwann sind dann alle Tricks veröffentlicht. Und insgesamt gibt es ja 6 Monate Betreuungszeit, sodass ich ja immer wieder auch ja, Live-Videos in der Gruppe mache und oder es ist auch eine WhatsApp-Gruppe dann dabei, wenn ich den auch betreut anbiete. Jetzt habt ihr hier nur den Selbstlernkurs. Wenn Interesse besteht, das auch betreut eine Gruppe, wenn genug zusammenkommen, dann würde ich auch nochmal eine betreute Gruppe starten. Und jetzt ist so das Angebot bei dem Selbstlernkurs, ist eigentlich ist keine Betreuung dabei, aber wer jetzt noch während dem Live-Video oder morgen im Laufe des Tages, also wer das erst morgen anhört, die Trickkiste, den Selbstlernkurs bucht, der kostet 167 € mit den 22 Tricks ganz ausführlich erklärt und wirklich leicht zum Nachmachen. Es sind ja auch ein paar im Live, die haben den schon gemacht. Könnt ihr mal sagen, ob die hilfreich für euch waren. Dann würde ich drei ja, doch auch so Zoom-Calls. Das heißt, wenn ihr das, weiß nicht, ob ihr das schon kennt, das ist eine Konferenzsoftware. Und da kann man sich einwählen mit dem Telefon oder auch mit der Webcam. Und ja, dann ist man da in so einem virtuellen Meetingraum, sieht und hört die anderen Teilnehmer und kann mir eben Fragen stellen. Das ist, kommt bei meinen betreuten Kursen, egal ob Treibball, Impulskontrolle, Tricks, künftig Longieren, das kommt immer gut an. Einfach auch zu hören, ach, bei anderen klappt auch nicht alles. Und ja, das Problem hatte ich auch und ich habe es gelöst oder hey, cool, probiere ich auch mal den Tipp, den der jetzt bekommen hat. Also es ist immer ein toller, reger Austausch und man motiviert sich gegenseitig und es sind, wie gesagt, oft nur kleine Sachen, die man ändern muss. Und manchmal ist man sich auch unsicher. Und ja, bei dem betreuten Kurs wäre eben die Möglichkeit, mir eben in diesen Zoom-Calls Fragen zu stellen, die regelmäßig sind oder auch Fragen in die Facebook-Gruppe oder die WhatsApp-Gruppe zu stellen, auf die ich dann antworte, auch Videosequenzen zu schicken, dass ich gucken kann. Und auch bei dem Selbstlernkurs, wo eigentlich keine Betreuung dabei ist, würde ich jetzt bis morgen Abend, das steht nicht auf der Landingpage, das sage ich euch jetzt hier in dem Video hier, würde ich 3 so Zoom-Calls mit dazugeben, dass ihr eben auch die Möglichkeit hättet, mir Fragen zu stellen. Das ist ein extra Bonus für die, die sagen, ja cool, ich will den ganzen. Schreibt aber auch gerne rein, ob kleinere Pakete interessanter wären. Klar wären die dann günstiger. Nur würde ich kleinere Pakete auch, ja, also ich kann nicht für jedes Paket einen extra Kurs betreut anbieten. Also die wären dann als Selbstlernkurse. Mal gucken, was ihr so schreibt. Hier ist eine Frage. Die Carla hat eine Frage zum Versteckdich. Wenn ich das nach Anleitung mache, fängt mein Hund immer an zu krabbeln, sobald ich den Keks nach vorne unten führe. Carla, schreib mal rein, wie du das Verstecken übst. Also wo soll er sich verstecken? Weil bei meiner Anleitung gibt es eigentlich keinen Grund, dass der Hund mit dem Krabbeln anfangen sollte. Und Keks nach vorne unten führen, mache ich auch nicht. Also ja, vielleicht ist das ein anderes Versteck. Ich schreibe gerne noch mal rein. Auch sonst, wenn ihr Fragen habt, zu was auch immer, zu den Sachen, die ich vorher gesagt habe, die Tipps für Hibbelhunde, für die Energiesparer oder zu Tricks, die ich erwähnt habe, das mit den Mehrhunden oder jetzt auch zum Kurs. Jetzt ist Zeit für Fragen. Ich bin noch für euch da und scroll jetzt mal hier so durch
durch den Chat. Und die, die eine Frage hatten oder die vielleicht vorne untergegangen ist, kopiert oder schreibt die einfach jetzt unten nochmal aktuell rein, damit ich das da auf jeden Fall nichts übersehe. Ich gucke mal, was ich finde. So, das Workshop war toll. Na, da waren wir schon. Barbara sagt, sie ist interessiert. Die Diana Bach Postkartentricks. Was meinst du mit Postkartentricks? Ach so, Sachen zum Fotos machen, dass der Hund lernt, den Kopf abzulegen oder so Sachen. Also so statische Tricks oder was meinst du mit Postkartentricks? Die Beate, kleinere Pakete würden mich sehr interessieren. Schreibt mir gerne mal rein, was, wenn ihr euch jetzt euer Wunschpaket zusammenstellen könntet. Was für, also wenn ich da immer drei, vier oder fünf Tricks reinpacke, schreibt doch mal eure Wunschpakete oder Wunschthemen, sowas wie Haushaltshelfer, Vorderhandtricks, Sprünge oder lustige Tricks oder keine Ahnung. Vielleicht inspiriert mich das ja. Postkartentricks finde ich eine gute Idee. Halt witzige Posen. Genau, ja, dann meinen wir das Gleiche. Die kleinen Pakete finde ich super. Pakete finde ich gut. Für so eine kleine Auswahl würde ich mich interessieren, aber nicht nur einfacher. Vor allem für den jungen Hund wäre das toll. Kleine Pakete finde ich auch super. Ne, quasi, dass man die Hunde cool in Szene setzt für ein Foto. Genau. Betreuter Kurs fände ich super. Platz machen und Kopf ablegen. Gut, dann habe ich es verstanden. Ja, schreibt gerne mal eure Wunschpakete rein. Unser Hibbelhund Muna kommt immer mit den Pfoten. Sie ist ein totaler Pfotenhund. Da könnte es vielleicht helfen, ihr die Übung mit dem Target, die ist auch in dem Kurs mit drin, und beim Treibball, dass sie lernt, mit zwei Pfoten auf einem Objekt still zu stehen. Das habe ich gerne beim Treibball und bei der Impulskontrolle, weil sie bei einem Treibball, also Treibball, wer es nicht kennt, ist mit diesen großen Gymnastikbällen, die sie vor sich her schieben und zum Menschen schubsen sollen. Und manchen Hunden macht das tierisch viel Spaß und die wollen dann immer schneller diesen Ball schieben und immer nur schieben, schieben, weil sie ja wissen, was man mit dem Ball macht und nicht mehr dahinter warten. Und dann lege ich gerne Targetscheiben dahinter und die Hunde sollen eben lernen, dass sie da still mit den Pfoten draufstehen. Das ist eben auch für statische Tricks gut oder einfach ihm mal erklären, du, dann kann er was mit den Pfoten tun, nämlich stillstehen und stattdessen mit der Nase noch irgendwas anderes machen. Also das wäre eine Möglichkeit. Und wenn du jetzt zum Beispiel sagst, Hibbelhund kommt immer mit den Pfoten, wenn du zum Beispiel, ich könnte es mir jetzt so vorstellen, dass es manchmal das Hunde mit den Pfoten immer angeln und kratzen und halb auf den Menschen krabbeln wollen, wenn der vor ihnen sitzt oder zum Beispiel jetzt das Pfotenkreuzen üben und dein Hund kommt immer und ja, fordert ein und so. Was ich dann manchmal mache, ist, dass ich dem Hund Geschirr anziehe und ihn auch mit der Leine irgendwo sichere. Und dann einfach sagen kann, okay, ich will, dass du jetzt mit der Nase was berührst und eben nicht mit den Pfoten ständig haust und patscht. Und dann kann ich diesen Gegenstand nehmen, den er jetzt dann halt vielleicht hier berühren soll. Und kann eher ein bisschen von oben Richtung Näschen kommen. Wenn ich merke, der kommt wieder mit den Pfoten, dann kann ich einfach ein Stück zurückgehen und dann haut er in der Luft höchstens rum und merkt, damit hat er keinen Erfolg. Und sobald beide Pfoten wieder am Boden sind, sage ich, super und gebe ihm ein Leckerchen dafür. Also ja. Versuch ihm zu erklären, dass du oder ihr, dass sie die Pfoten ruhig halten sollen. Und die Hilfe kann sein, ihr was zu geben, wo die drauf sollen. So, was haben wir hier noch? Paket Hinterhandtricks. Die Elisabeth, ich zwerkle ja mit Maja und sie konzentriert sich null. Was kann ich da machen? Ja, wie gesagt, Zwergeln, das ist ja dieses Suchen mit diesen kleinen Gegenständen. Dazu müsste ich ein bisschen mehr wissen. Ich zwerkle nicht. Also, ja, und ich habe dein Problem jetzt noch nicht verstanden mit konzentriert sich null. Was kann sie da schon? Also, übst du es zu Hause im Wohnzimmer oder draußen? Oder was ist überhaupt die Aufgabe? Da bräuchte ich mehr Infos von dir. Oder ich bin die Falsche, weil, wie gesagt, das nicht zu meinem Repertoire gehört. Pakete für Anfänger und Fortgeschrittene wünscht sich die Barbara. Gymnastriksübung finde ich auch spannend, sagte Diana. Beim Platz machen und Kopf ablegen fängt meine an zu krabbeln, statt den Kopf abzulegen. Da wäre zum Beispiel auch die Möglichkeit, auch ich arbeite wahnsinnig gerne mit Targets, dass du dem Hund erklärst, dass er mit seinem Kinn ja, einen Punkt berühren soll, also wie ein Bierdeckel oder ja, Glasuntersetzer oder sowas. Und dass sie also lernt, sie soll auf etwas den Kopf ablegen und dieses etwas liegt halt an einer bestimmten Stelle.
Und diese Hilfe wird dann später zwar wieder abgebaut, aber ja, dass wenn sie gelernt hat, dass sie das auf dieses Objekt tun soll, das vielleicht vorher in einer Hand ist und dann auf dem Boden oder wo auch immer der Kopf abgelegt werden soll, dann kann es sein, dass du damit das Krabbeln abgestellt bekommst oder auch da einfach, wo ihr sagt, ja, aber mein Hund soll doch frei liegen und dann mit der Leine und dann ist er doch manipuliert oder was auch immer. Aber seht's mal so, wenn ich den Fehler merke, mein Hund fängt immer an zu kriechen mit den Pfoten, wie auch immer, und zappelt rum. Es ist doch mega frustrierend für euch und für den Hund, wenn ihr deswegen nicht weiterkommt. Ihr einfach, ja, das stagniert und du und der Hund Frust kriegen, weil du sagst, es geht nicht weiter und der Hund sagt, ich kriege keine Kekse, alles doof. Dann überlege ich mir lieber, was kann ich tun, dass der Fehler nicht mehr passiert. Und eine Möglichkeit wäre eben, den Hund an einem Geschirr und an der Leine einfach ruhig irgendwo festzubinden, damit er nur bis zu einem gewissen Punkt X vorwärts krabbeln kann und dann ist er irgendwo an dieser Stelle und weiter kann er nicht. So, und dann kann ich ja gucken, dieses Kopf ablegen oder ja, das. Ja, dann habe ich einfach diese eine Fehlerquelle ausgeschaltet und kann mich auf das konzentrieren, was der Hund lernen soll. Und da ja dann irgendwann merke ich, ich habe keine Chance, ich kann nicht krabbeln und zappeln und mit den Pfoten irgendwie, ich komme auch nicht mehr an dich dran, weil Frauchen ist jetzt exakt 10 cm immer zu weit weg von mir, dass ich das Kratzenbetteln nichts nützt. Ja, dann lassen sie es irgendwann. Und dann könnt ihr euch auf die Übung konzentrieren und in kleinen Schritten weitermachen und den Hund schön bestätigen. Paket mit Hinterpfotentricks. Kira liebt Treibball. Es sind ihre Kühe. Muna war diesen Sommer noch zu wild. Ja, beim Treibball ist es immer wichtig, finde ich, das ganz ruhig aufzubauen. Wenn du sagst, Muna war zu wild, ich hoffe, dass du ihr nicht einfach einen Ball gegeben hast und gesagt, mal gucken, ob du damit spielen kannst. Weil das ist wahnsinnig schwierig, das später wieder abzustellen. Also, sprich, dieser Trick, schieb den Ball zu mir, ist am Anfang mache ich so. Also fange ich es als Trick an. Der Trick ist, den Ball zu mir stupsen. Einfach nur ein Stückchen. Immer zu mir. Und ich lasse die Hunde nie alleine mit dem Ball irgendwo wilder spielen, weil sie sich dann anfangen, selbst zu bespaßen. Und ja, einfach das gibt ihnen so einen Kick dann meistens und das immer wieder wollen. Und dann geht halt ein oder andere Ball auch leicht kaputt. Und das lasse ich sie gar nicht erfahren. Und weiß nicht, ob du das jetzt meintest mit. Ist noch zu wild. Also dann baue es auch kleinschrittiger auf und mal Ball nur zu dir schubsen, kurze Distanzen und nicht irgendwie den Hund da wild treiben lassen. Diese Idee mit den erhöhten Targets hat für Jake Wunder gewirkt. Super, freut mich. Die Iris, meine Hündin fängt häufig an zu bellen, wenn ich mit ihr trainiere. Das ist wie das, was ich vorher sagte, häufig, dass die Hunde sich unsicher sind, also dass irgendeine Unsicherheit oder sie was nicht verstehen und dann eben meckern. Da wäre es wichtig, mal eben zu gucken, wann fängt sie an zu bellen und rauszufinden, warum. Und ja, wärst du jetzt im Online-Kurs im Betreuten, dann würde ich ja, dich bitten, mir Videosequenzen einzustellen, von also zu schicken, wo so Situationen sind. Und dann fallen mir manchmal Dinge auf, woran es liegen könnte. Und ja, und meist ist es so, wenn dann da was geändert wird, dann hören die Hunde auf und werden ruhiger. Klar, wenn die jetzt schon immer notorisch Dauergekläfft haben, wegen, ach keine Ahnung, und das auch schon jahrelang beim Agility machen und es gewohnt sind, viel zu bellen, dann kriegst du es nicht von jetzt auf gleich abgestellt. Aber wenn es andere Gründe hat oder man eben ja einfach dann geduldig dran bleibt und Dinge mit viel Ruhe macht und vielleicht auch, wenn der Hund zum Beispiel das Umrunden eigentlich schon kann, aber immer bellt, dann mache ich es da auch, dass ich die Hunde einfach nochmal zum Beispiel mit einem Leckerchen ganz langsam und ruhig um das Objekt führe und sage, super, leise, fein, klasse. Und ihm erkläre, was leise ist, dass ich das erstmal übe. Und ihm erkläre, du kannst auch ruhig um so ein Objekt gehen. Und dann freue ich mich und es gibt eine Belohnung. Und oh, jetzt hast du wieder gebellt, nö, jetzt gibt's nichts. Und ja, also man kann dem Hund auch die Bedeutung von leise beibringen und ihm dann halt irgendwann einfach sagen, dass er die Klappe halten soll. Ist bei manchen Hunden ein langer Weg, aber es kann funktionieren oder ihn zumindest ruhiger zu bekommen. Ja, gut. Ich kann euch ja mal meine E-Mail noch hier reinschreiben. Für alle, die jetzt sagen, mit einem Paket oder einen Wunsch haben, ihr könnt mir gerne eine E-Mail auch schreiben, dass ich euch auf dem Laufenden halten soll oder
zu welchem Thema ihr gerne eine Info hättet, wenn es dazu was gibt. Also wie jetzt diese Hinterpfoten. Tricks oder Postkartentricks oder ja, Anfängerkurs, fortgeschritten, wie auch immer. Den Link zum Online-Kurs, dem großen oder was da für Tricks drin sind, habe ich ja hier. Ich habe noch weitere, also es gibt noch zu anderen Themen eben Trickanleitungen, nicht nur die, die da in dem Kurs sind. Meldet euch einfach bei mir, wenn euch was oder wenn ihr auch den Kurs, den großen, wenn mit Betreuung haben wolltet. Ja, den werde ich wenn dann im Dezember starten. Also meldet euch einfach bei mir. Als Selbstlernkurs kann man die Trickkiste jederzeit buchen. Und wie gesagt, für kleine Pakete, wenn ihr da Infos haben wollt, wenn ihr in meinem Newsletter schon seid, ihr könnt auch auf meine Website gehen, anjajakob.com und euch da in den Newsletter eintragen. Dann würdet ihr es auch mitbekommen. Ja, sobald die neuen Pakete. Ich habe jetzt einen schon fertig und will noch weitere machen und dachte, ich frage einfach mal hier in die Runde, was überhaupt gewünscht ist. Dann könnt ihr auch auf meiner Website im Newsletter euch eintragen. Ich schreibe mal hier rein. So. Und könntet ja dann eben die Infos bekommen, wenn ich soweit bin, dann schreibe ich dann eine Mail an alle. So, was gab es noch an Fragen? Pakete für Tricks für Mehrhundehalter. Okay, Katrin, ja. das kann ich mir auch vorstellen. Muna übt noch mit dem Auto. Mit dem Auto, ach, mit dem Schieben. Okay, dann bin ich beruhigt, Silvia. Alles gut. Danke für die lehrreichen Tipps, sagt die Carla. Diana, eventuell sind die Außenreize noch zu hoch. Vielleicht klappt es mit einem Zwischenlevel, zum Beispiel im Garten. Es geht, glaube ich, ums Zwergeln, oder? Die Beate, meine Hunde werden zu Spürhunden ausgebildet. Jetzt soll mein Oldie das Suchobjekt anzeigen. Er ist aber immer sehr hibbelig. Hast du da einen Tipp, was ich tun kann? Ich habe früher auch mal mit Zielobjektsuche begonnen. Richtig intensiv habe ich eigentlich nur das Mantrailing oder auch Fährtensuche gemacht. Anzeige weniger. Ich würde es mit, ja, ohne da jetzt ein Video zu kennen oder ist es immer schwierig. Ich würde es mit verschiedenen Gegenständen vielleicht mal probieren, ob das einen Unterschied macht, was es ist oder. Ja, ihn vielleicht auch auf etwas hochsetzen, dass er einfach, ja, während er jetzt auf einem Podest, einem Baumstamm oder irgendeiner kleineren Fläche sitzt, kann's, oder bei Merlin wäre es so, wenn er auf dem Sofa sitzt, was so ein bisschen wackelig ist oder auf dem Bett, das mag er nicht so, dann ist er auch ruhiger, weil er das einfach diesen, ja, diesen beweglichen Untergrund nicht so mag, diesen weichen. Dass das vielleicht hilft, dass sie Ruhe haben. Ja, also ich bin Expertin für Treibball, für Tricktraining, habe viel Dogdance gemacht, auch ja, bis hoch zu Meisterschaften. Merlin ist Europameister im Dogdance 2016 gewesen in der Teamwertung. Longieren, kreatives Longieren, Denkspiele, Apportierspiele, das sind meine Sachen, Dogscootering noch. Und Suche, wie gesagt, das ja, Nasenarbeit habe ich früher gemacht, aber eben Schwerpunkt Mantrailing. Und da bin ich leider nicht die Richtige für. Was haben wir hier noch? Na, na, na. Elisabeth wird es mal ausprobieren. Barbara muss sich verabschieden. Gespannt auf deine Angebote. Christina, danke für deine guten Anleitungen. Kirsten, man kann es nicht mehr abstellen, wenn der Hund sich alleine mit dem Ball beschäftigen durfte. Und das war eine Hundeschule. Ja, Kirsten, ich weiß. Aber die Katrin, die hier im Kurs auch. Die hat ja auch kommentiert, die Katrin Düblin. Die hatten auch einen Hund gehabt, der sich leider in der Hundeschule in der Schweiz in einer mit dem Ball bespaßen durfte. Und sie hat es geschafft. Das ist ein Jahr lang hat sie hart gearbeitet, wollte die Bälle auch schreddern und töten. Und sie hat es geschafft. Und es ist ein mühsamer Weg und deswegen ist immer gut, man vermeidet es vorher. Und es ist ärgerlich, wenn man ja es leider noch nicht anders wusste und ja, aufgrund von ja. Auch nur, ja, wie auch immer du jetzt sagst, du hast es in der Hundeschule so gelernt, das tut mir immer so leid. In meiner war es nicht. So, die Beate, gibt es auch Tricks, wo mehrere Hunde auf einmal trainieren können? Ja, also es gibt ja auch Tricks manchmal, dass also zwei Hunde gemeinsam den Trick machen. Also wie zum Beispiel, das habe ich mir noch nicht beigebracht, aber ist eine super süße Geschichte, dass ein Hund einen Gegenstand nimmt und den dem Hund neben dran reicht und weitergibt. Oder dass ein Hund mit seiner Pfote den anderen Hund umarmt. Oder
ein Hund über den anderen springt oder ein Hund Slalom, also wenn klein, man einen kleinen und großen hat, ein Hund Slalom unter dem anderen durchläuft, unter den Beinen oder ach, es gibt einiges, was die Hunde gemeinsam machen können. Oder das auf einmal trainieren. Ich zum Beispiel beim Treibball, dann habe ich mehrere Bälle da liegen und mache manchmal auch, dass ich den ersten Hund hinter Ball 1 schicke und sage, warte da, setz dich dahinter, warte. Dann schicke ich den zweiten hinter einen anderen Ball und den dritten hinter noch einen anderen Ball. Und dann sage ich den Namen wieder an, wer seinen Ball zuerst zu mir schieben darf. Ja, ich habe 4 Hunde, also damals hatte ich nur 3, und mit dem Jüngsten habe ich es noch nicht gemacht, deswegen rede ich jetzt von 3. Da gibt es ein Video. Und manchmal habe ich sie alle 3 hinter Bälle geschickt und dann sage ich ihnen allen, dass sie gleichzeitig schieben sollen. Das Video ist auch hier auf meiner Facebook-Seite. So, ja, ist vielleicht knapp 2 Jahre alt. Wenn ihr in den Videos mal ein bisschen scrollt und euch die anzeigen lasst, würdet ihr das noch finden mit 6 Bällen. Die Imken, das Beste ist, sie funktionieren. Danke für die hilfreichen Tipps. Und das Beste ist, sie funktionieren, hängt das, ja, Yvette und Inken. Inken, beziehst du dich auf Yvette? Das freut mich, wenn ihr meine Tipps hilfreich findet. Ja, keine Ahnung. Gibt es noch Fragen? Habe ich irgendwas übersehen? Ich habe euch die Möglichkeit gegeben, wie ihr mich kontaktieren könnt, wenn ihr Fragen habt noch und ja, vielleicht Lust hättet, mit mir die nächste Zeit ja, trickmäßig was zu machen. Wie gesagt, es gibt jetzt den, ja, wenn genug Interesse ist, würde es auch eine betreute Trickgruppe geben ab Mitte Dezember. Und ich möchte meinen Impulskontrollspielekurs auch wieder anbieten. Das ist, ja, es sind ja auch einige dabei, die es schon gemacht haben, dass die Hunde einfach lernen, mehr auf euch zu achten, euch spannender zu finden als alles andere. Einen tollen Rückruf, der dem Hund verspricht, hey, jetzt habe ich gleich Spaß mit meinem Menschen, lasse ich doch alle Hasen und Rehe dieser Welt stehen, interessiert mich nicht, ich will zu meinem Menschen, weil da habe ich auf jeden Fall Action und Spaß. Und wo wir rausarbeiten, was sind Dinge, die dein Hund besonders toll findet, was weiß ich. Und dann sind es halt oft Sachen, die, ja, wo der Hund sich alleine mit bespaßt und wo wir dann gucken, was können wir denn machen, dass du mehr öfter ins Spiel kommst, dass der Hund sagt, Mensch, ich habe so ein cooles Frauchen, die hat immer super Ideen und ja, wie du es schaffst, den Hund in verschiedenen Situationen auch angemessen zu belohnen. Ja, wenn er gerade irgendwie was hinterherrennen wollte und hat es gestoppt und kommt zu dir, dann ist keine gute Belohnung, ihm einfach nur einen Keks reinzuschieben, ja, sondern dann muss mit dir ein actionreiches Spiel stattfinden oder so Sachen. Also ja, vielleicht ist das Thema auch für den einen oder anderen interessant, Impulskontrollspiele. Und ja, Treibballkurse gibt es noch bei mir, aber die sind jetzt gerade angelaufen. Als Selbstlernkurs kann man sie immer buchen. Stöbert einfach vielleicht mal auf meiner Website im Shop, vielleicht findet ihr noch was anderes. Und ja, ich gucke gleich, ich warte noch einen kleinen Moment, ob noch Fragen kommen. Und ja, wenn ihr im Nachhinein noch Fragen habt, dann ja, schreibt sie gerne hier noch, auch die, die später hören, noch hier unten drunter. Und ja, oder schreibt mir direkt eine Nachricht per Messenger. Und ja, dann antworte ich gerne. Ich kann ja mal hier noch ja, den Shop, was es noch so gibt, wer Interesse hätte. Mal zu gucken, was ich noch an Kursen habe. Also es gibt den Shop und es gibt die Online-Kurse. Und ja, würde mich freuen, wenn ich. Also die Pakete sind noch nicht drauf. Da bin ich, wie gesagt, auch das Thema Longieren kommt. Kreativ und Beginner und so weiter. Ja, und wenn jetzt nichts mehr kommt, Katrin sagt, ja, die Kurse von Anja sind ganz toll. Liebe Grüße von der Schweizer Fantruppe. Es freut mich. Tiana, Frage gefunden. Ich habe es mit dem Moment. Jetzt ist es weg. Die Frage gefunden. Ich habe es mit dem Namen versucht. Nur wenn sie angesprochen sind, sind sie gemeint. Erik, der Jüngere, versteht das super. Emma leider gar nicht. Das Warte kann Erik auch. Einfach, weil ich es in so vielen Situationen bei ihm brauche. Bei Emma gehe ich immer davon aus. Ich versuche es einfach nochmal neu aufzubauen. Macht das Sinn? Ja, also wenn du das Gefühl hast, das ist noch nicht sicher bei ihr, dann baue es nochmal neu auf. Und ja, bei mir ist es auch so. Ich sage der und dann den Namen, der Merlin und dann kommt er her und macht er was. Und der Maluk und dann ist der dran mit Arbeiten. Oder auch, wenn ich jetzt will, dass sich nur einer hinlegt, dann sage ich, Maluk hat Pause. Merlin hat Pause. Oder ja, beim Spazierengehen, wenn ich jetzt, da kommen Radfahrer und Jogger, ich habe meine alle im Freilauf und
möchte die ständig vier Hunde, bis ich die alle angeleint habe bei jedem Radfahrer und Jogger, da komme ich ja aus dem An- und Ableinen nicht raus. Und dann rufe ich Pauseplatz, sobald ich sehe, oh, da ist was, auch wenn ein Hase oder ein Reh oder irgendwas ist. Und dann legen die sich alle hin. Und jetzt kann es ja passieren bei vier Hunden, dass zwei oder drei am Rand liegen und einer noch mitten auf dem Weg. Und dann ja, spreche ich den einzeln mit Namen an. Dann sage ich, ich habe vorher Pauseplatz gesagt, dann sage ich, warte für alle. Und dann zum Beispiel der Merlin rechts. Und dann schicke ich ihn an die Seite. Ja, das sind Sachen, die man bei mir beim Treibball lernt oder auch beim Longieren ist Schicken dabei, Impulskontrollspiele und so weiter. Das ist mit den Namen auch super. Und ja, also meine wissen ihre Namen. Und ja, mach's mit ihr vielleicht erstmal alleine, dass sie sich besser konzentrieren kann. Du hattest mir jetzt bei der anderen Fragerunde auch drunter oder ein Video geschickt. Die Emma war ja die kleinere, die ein bisschen weniger Geduld hat und immer mitflitzen will. Üb Sachen erstmal mit ihr alleine, bis sie die Signale und Worte sicherer versteht. Und dann würde ich auch sie absichern. Ja, so wie ich es dir das letzte Mal gesagt hatte. Nicht, dass sie an vorderster Front ist und er an ihr vorbeilaufen darf, um was zu apportieren. Natürlich flitzt sie damit und sagt, hey, ich will die Erste sein. Dass du sie dann hinter dir hast und ein bisschen körpersprachlich abstoppst oder notfalls sogar eine Leine dran hast. Und ja, so würde ich es auch bei den Sachen machen. Versuche, die Fehler von selbst so, also ja, auszuschalten, dass sie nicht passieren können. Dass du dich einfach nur aufs Positive konzentrieren kannst und das bestätigen, was sie richtig macht. Und sie nicht immer wieder Erfolg hat und sagt, ach, jetzt bin ich doch wieder weggewischt. Ja, juhu, ich habe es geschafft. Iris, vielen Dank und einen schönen Abend. Vielen Dank, war super. Vielen Dank für die guten Ideen. Wir werden jetzt wieder mehr trainieren. Die Rosi, vielen lieben Dank. Wünsche dir noch einen schönen Abend. Barbara, machst du auch Workshops auf anderen Hundeplätzen, wenn Corona es wieder zulässt? Ja, ich bin, das ist mein, ja, ich bin Referentin und gebe nur Seminare in anderen Hundeschulen und Vereinen und überhaupt nicht auf einem eigenen Gelände. Ich habe keins. Und ja, man kann mich einladen. Ich komme nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz. Und ich habe jetzt noch keine neuen Termine geplant, weil ich nicht weiß, wie lange uns dieses Corona begleitet, dass man nicht wieder alles planen verschieben muss. Aber ihr könnt mich gerne anschreiben, wenn ihr euch für irgendein Thema, wie gesagt, Treibball, Tricktraining, Longieren, Denkspiele, also Hundespiele für zu Hause, Dog-Scootering, das sind so meine Hauptthemen. Kreatives Longieren mit dabei. Normales Longieren ist mit dem Flatterband und ein, zwei, drei Kreisen. Und beim Kreativen kommen noch wesentlich mehr Elemente dazu und dass mit Tonnen und Pylonen auch gearbeitet wird und die Hunde auch Formationen, Kringelchen, Achter und wer weiß was, Figuren laufen, Apportierelemente mit rein, Tricks mit rein, verschiedene ja, Hürden und ach, was weiß ich, was alles. Also da gibt es noch viel, viel mehr. Oder auch Hürden auf verschiedene Arten und Weisen nutzen, nicht nur drüber springen. Also das wären meine Themen und komme gerne zu Seminaren. Die Kirsten, ja, das weiß ich, dass Katrin es geschafft hat und ich bin froh, dass wir dich gefunden haben und es bei Camilla ganz anders läuft. Bei Kira werden wir nochmal Tricks und Zoos versuchen. Ja, es muss ja auch nicht jeder Hund alles machen und ja, ist vielleicht, ja, Hauptsache, ihr findet ein Hobby, das euch beiden Spaß macht. Mathilda, vielen Dank für die guten Ideen. Irgend nochmal zu den Paketen. Tricks mit mehreren Hunden wären auch cool. Okay. Vielen Dank für deine Tipps heute Abend. Ihr schafft das auch. Ihr seid ein tolles Team. Danke, Katrin, fürs Mutmachen an die Kirsten. Irgendein Kommando bei Radfahren ist bei uns. Ist bei uns. Das ist irgendwie nicht mitgekommen. Vielen Dank für deine Zeit. Danke, Katrin. Mit euch macht das auch mega Spaß. Die Frage war mir sehr wichtig. Habe jetzt fünfmal gefragt. Irgendwie spinnt Facebook gerade. Emma sieht nur kleiner aus, weil Erik so viel Fell hat. Aber richtig. Vielen Dank dir. Okay. Das heißt, ja, Frage beantwortet. Gut. ja, ich habe nicht mehr bis ganz nach oben gescrollt. Wenn noch irgend wo eine Frage ist, jetzt habt ihr noch eine Chance, sie schnell nochmal nach unten zu, nochmal neu reinzuschreiben. Oder ich gucke halt später nochmal durch, wenn das Live-Video beendet ist und beantwortet dann noch, wenn was ist. Kirsten fragt, wird es dein Treibballbuch nochmal in Papierform geben? Ja, ich habe, wie du merkst, ganz viele Ideen und Projekten, was ich alles will. Und mein Treibballbuch könnte schon lange wieder, ich habe ja auch einen neuen Verlag oder auch ja, Unterstützung, es selbst zu verlegen. Mir fehlt einfach die Zeit und mir machen die Online-Kurse so viel Spaß, weil ich bei den Online-Kursen, gerade den Betreuten, einfach in Kontakt mit euch bin.
und mir das viel mehr Spaß macht, als ein Buch einfach ja, fertig zu machen. Und ja, das kauft dann jemand und ich weiß nichts davon, also ob er damit zurechtkommt, es ihm Spaß macht oder nicht. Mir machen die Online-Kurse einfach viel mehr Spaß und deswegen rutscht das Buchprojekt immer wieder runter. Ich müsste es eigentlich, also ich möchte es einfach nochmal bearbeiten, ein paar Dinge aktualisieren, Kleinigkeiten. Das ist ja schon von 2013 und ist seit, ich glaube, 2 Jahren nicht mehr im Handel erhältlich. Entschuldigung, jetzt wird langsam der Hals trocken. Ja, es soll kommen, aber ich hatte noch gehofft, bis Ende dieses Jahres, das schaffe ich nicht mehr, aber vielleicht im ersten Quartal. Barbara, dann würde ich dich einfach mal per E-Mail anschreiben. Ja, mach das sehr gerne. Irgendein Kommando ist bei uns seit. Dann laufen alle auf die Seite. Habe ich mit dir Bierdeckeln aufgebaut. Ja, super. Ich mache es mit der Target-Arbeit, aber klar, für unterwegs sind Bierdeckel natürlich auch klasse, weil die viel kleiner sind, man sie besser mitnehmen kann. Super Sache. Ich möchte mir erstmal, dass sie sich hinlegen und Tempo rausnehmen, dass sie erstmal abstoppen und dann notfalls, also manche legen sich von selbst an die Seite, aber es gleich auf Seite aufzubauen, geh an die Seite, ist natürlich auch prima. Die Alex, wie gehe ich damit um, wenn die wartenden Hunde ständig bellen? Dann ja, würde ich es auch wie bei dem jungen Hund, wie ich es am Anfang erklärt hatte, erstmal ihm gar keinen Grund zum Bellen zu geben, indem ich sage, du bist mit dabei und ihn einfach auch eine Aufgabe gebe. Setz dich hin, kriegst einen Keks, der andere neben mir gibt mir eine Pfote, dann kriegt der einen Keks, dass sie nicht so am Rand sind und sich aufregen müssen und das langsam steigern. Und eben so ein Wartesignal aufbauen, ihn eine Aufgabe geben, wie zum Beispiel, stell dich mit 2 Vorderpfoten auf den Schemel, ja, dass er gerade einen Trick ausführen muss und den belohne ich und dann lasse ich den anderen wieder was machen. Ja, so würde ich das langsam anfangen. Und ja, meist bellen sie ja dann, besonders wenn sie jetzt irgendwo am Rand irgendwo geparkt werden. Also halt die Einheiten kürzer und ja, bestätige ruhiges Verhalten. Und das erstmal so, dass er gar keinen Grund hat, sich groß aufzuregen. Ja. Ich gucke nochmal, ob ich noch was finde. Aber jetzt sind wir auch schon hier 1,5 Stunden. Finde es toll, dass hier noch so viele mit dabei sind oder so ausgehalten haben bis zum Schluss. Ja, mal gucken, ob ich noch eine Frage finde. Aber sonst schreibt ihr mich einfach an. Ja, kommt noch was unten? Es gibt auch mal ein bisschen Zeitverzögerung mit der Übertragung, bis ihr das hört, was ich gesagt habe. Also gibt der Alex noch eine Chance, da nochmal was zu sagen mit dem Warten, mit dem Bellen, ob das, ja, ob ich da richtig liege, ob der Tipp dir schon mal hilft, das auszuprobieren. Und ja, freue mich, dass so viel Interesse an dem Thema war und ja. Würde mich riesig freuen, wenn der ein oder andere von euch demnächst fleißig am Tricksen ist und ich irgendwie ein Paketchen habe, was euch gefällt. Jetzt, ja, wir wissen ja nicht, wie lange das ist, dass wir mehr zu Hause machen müssen. Und ja, dann gucke ich mal, was noch an Kommentaren war, was ich für Paketchen schnüre. Ja, nee, da kommt jetzt nichts mehr von der Alex. Dann würde ich sagen, kommen wir so langsam zum Schluss. Oder. Vielleicht habt ihr noch einen Wunsch, was ich mal für ein Thema, ein anderes Thema für ein Live-Video. Sind ja jetzt immer noch einige dabei. Vielleicht habt ihr ja noch eine Idee oder einen Wunsch, egal ob jetzt zu Treibballtricktraining, Longieren oder meinen Themen oder auch so ein, ja, so wie jetzt mit Hibbelhunde und Energiesparmodelle. Gibt es irgendetwas, dass ihr euch mal ein Live-Video von mir wünschen würdet, irgendeinen Themenschwerpunkt? Dann schreibt mir das mal noch rein. Ja, Anja, vielen lieben Dank für die ganzen Tipps. Wünsche dir und deinem Team einen schönen Abend. Dankeschön. Wir gehen jetzt gleich nochmal ein Ründchen spazieren und dann werden wir auch noch kurz was tricksen. Ja, also würde mich freuen über Tipps. Ihr könnt mir so Wünsche natürlich auch per Messenger schreiben, wenn ihr erstmal nochmal nachdenken müsst. Dann, ja. Ich wünsche euch auch allen noch einen wunderschönen Abend. Danke, Silvia. Eine Minute warte ich noch, ob noch was kommt an Tipps, an Fragen oder Wünschen. Und ansonsten, ja, wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen Abend.
Lieben Dank und allen eine gute Nacht. Danke, Katrin, wünsche ich euch auch. Knuddel mir deine Hundis. Ja, ja, das heißt, euch haben die, waren heute, waren Tipps für dich dabei, die dir geholfen haben. Was war jetzt heute so das Aha-Erlebnis, das, ja, wo du sagst, das hat mich weitergebracht. Da kommt nichts mehr. Ich sag tschüss.